Stunden Woche schafft man das nicht. Aber wenn Sie 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten, kriegen Sie das auch hin. Das hat er nicht gesagt. Du kannst es auch. Mit ein paar Tricks kannst auch du 100.000 Euro von RWE bekommen. Komm in die Gruppe. Jawohl, ja! Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Dieses Mal geht es um Rezos Video Die Zerstörung Teil 2, die Klimakrise. Das ist wieder eine zusammengeschnittene Version auf Twitch. Also ich bin gerade im Live-Twitch-Stream. Ihr seht an der Seite den Live-Twitch-Chat. Wenn ihr das nächste Mal direkt live mit dabei sein wollt, schaut doch auch mal auf Twitch vorbei. Der Chat ist wirklich sehr, sehr nett, sehe ich gerade, und begrüßt euch. Das finde ich sehr gut. Ich werde mir das Rezo-Video anschauen, wieder reagieren. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen als beim letzten Mal, aber insbesondere mir auch hier und da mal eine Quelle mit anzuschauen. Ich möchte mich bei euch bedanken, ganz, ganz fetten Dank, dass ihr das erste Video, das erste Reaction-Video so häufig gesehen habt. Über 200.000 Aufrufe sind für so einen kleinen YouTuber, und der in letzter Zeit auch relativ wenig gemacht hat, eine ganz schöne Ansage. Dafür vielen, vielen Dank. Und ja, ich lade euch auch ein, auf Twitter vorbeizuschauen oder auf Instagram unter Wölken. Jetzt aber genug der Vorrede. Danke, Chat, für eure Geduld. Nochmal, dritter Versuch. Schneide ich auf YouTube raus, nehme ich an. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Ihr habt Ton, ich hab Ton. Es geht ums Klima, aber nicht nur um irgendwie langweilige Daten und Fakten. Es geht um hochrangige Politiker und Politikerinnen, die wissenschaftsfeindliche und verschwörungsideologische Statements verbreiten. Es geht um Politiker, die direkt von Kohleunternehmen bezahlt werden, und wir werden sehen, wie unsere Regierung diesen Großkonzernen Milliarden Steuergelder zuschiebt und sogar BürgerInnen enteignet und aus ihrer Heimat vertreibt. Und beides, ohne dafür irgendeine konkrete Rechtfertigung vorzulegen. Wir werden in diesem Video auch sehen, dass die aktuelle Regierung, also CDU und SPD, nicht nur in ihren eigenen Zielen scheitert, sondern auch verfassungswidrige Gesetze beschließt und sogar Fortschritt aktiv verhindert. Auch in diesem Video habe ich wieder auf alle Parteien geschaut. Aber natürlich gibt es bei manchen Parteien mehr Kritisches zu sagen als bei anderen. Wie immer. Okay, er macht wieder dieses CDU, CSU gleich CDU für mich. Okay, ich versuche es dieses Mal nicht mit den 5 Sekunden immer zurückspulen. Dafür habe ich nämlich ein bisschen Ärger bekommen. Ich hoffe, ihr kommt dann wieder so rein. Aber ich mache wieder einen Break, wo ich glaube, dass es sinnvoll ist. Wir müssen nochmal eben das Chatfenster aufrufen. Immer sind die Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Und bevor es jetzt mit den krassen Parts losgeht, gucken wir uns erstmal an, was denn der aktuelle Stand bei der Klimakrise ist. Los geht's. Ich denke, ich muss niemandem erzählen, dass es immer wärmer wird. Hier ist der weltweite Temperaturanstieg, und der Anstieg in Deutschland ist sogar noch mal höher, also anderthalb Mal so viel. Und die Auswirkungen davon spüren wir in den letzten Jahren. In vielen Ländern gibt es heftige Hitzewellen, und sowas ist mittlerweile schon 10-mal wahrscheinlicher geworden. Waldbrände kicken in den letzten Jahren auch ziemlich rein. Vor anderthalb Jahren ist in Australien eine Fläche abgebrannt, die verglichen mit Deutschland so groß wäre und bei der 500 Millionen Tiere gestorben sind. Stellt euch vor, die Hälfte von Deutschland wird einfach verbrennen. Genau, wie viele Fußballfelder sind das? Nur in einem Case. Aber es brennt nicht nur, das Eis schmilzt auch immer schneller. Alleine Gletscher verlieren pro Jahr hunderte Milliarden Tonnen Eis. Das ist ausgeschrieben so viele Tonnen hier. Viele Eismassen verschwinden immer und immer schneller. Und auch insgesamt auf der Welt schmilzt das Eis deutlich schneller als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und durch die Erwärmung gibt es auch mehr Dürre, und dadurch geht Ernte verloren. Allein 2017 gab es 39 Millionen Menschen, die sich aufgrund von Klimaereignissen nicht mehr ausreichend ernähren konnten. Das sind jetzt schon die Auswirkungen, und es gibt bereits Hungerkatastrophen, die von ExpertInnen ausschließlich auf die Klimakrise zurückgeführt werden. Und wer sich jetzt denkt, boah, weißt du, das ist so abstrakt und weit weg, ich spüre das nicht so. Kein Problem, die Klimakrise kommt auch zu dir nach Hause. Diese Grafik hier zeigt das Die Line ist ja wohl mega geil. Wir liefern auch zu Ihnen nach Hause. Und jetzt auch die Klimakrise. Maß von Dürre in Deutschland. Hier sind wir in den 80ern, dann sind wir in den 90ern. Und seht ihr hier, das da sind die letzten 3 Jahre. Und das ist halt schon wirklich, wirklich krass, ne? Also, puh. Zum Glück sorgt das bei uns nur für riesige Schäden für die Wirtschaft und viele Unternehmen. Und also wir haben durch die Dürren gerade im letzten Jahr, und das hatte er ja auch in der Grafik, da war es ja wirklich, wirklich, wenn man sich das hier anschaut, 2019 krass, und hier auch insbesondere im Osten
Hier noch mehr im Norden. Und da muss man natürlich schon mal ganz deutlich sagen, da ist halt auch unfassbar viel Landwirtschaft. Ne? Wenn man jetzt sozusagen sagt, ja, das sorgt nur für wirtschaftliche Schäden, finde ich, ist das, also es ehrt ihn, dass er nicht alles übertreibt, so, ja. Aber ich finde, man könnte da schon deutlich darauf hinweisen, Alter, das sind wirklich auch Ernteausfälle, um die es da geht, ne? Und insofern ist es schon enorm wichtig. Ja, aber er hat das nur gesagt, so nach dem Motto, ja, ist, ne, es betrifft nur die Wirtschaft, aber auch hier, genau. Das wollte ich jetzt einfach nochmal ganz deutlich hervorheben. Also, ja, natürlich verursacht das keine Hungersnot, aber ich wollte einfach nochmal die Bedeutung, ich bin ja Niedersachse und bin natürlich auch viel mit Landwirtinnen und Landwirten im Gespräch und wollte einfach nochmal deutlich sagen, da geht es halt dann auch wirklich ans Eingemachte. Und wenn das an mehr Stellen gleichzeitig auftaucht, bedeutet das natürlich auch möglicherweise einen echten Engpass in der Nahrungsmittelversorgung. Gerade wenn wir uns das global betrachten, muss man halt sagen, sobald so Grundnahrungsmittel, Weizen zum Beispiel, als Rohstoff nur ein paar Cent teurer werden, bedeutet das, dass für viele Menschen, für viele Menschen, die quasi gerade so überleben können, an oder unter der Armutsgrenze in ihrem Land leben, dass sie sich dann vielleicht auf einmal die Mahlzeit nicht mehr leisten können, ja? Und ich finde, dass das, ja, es ist ja nicht nur ein React sozusagen, wo ich sage, oh, da hat Riese was falsch gemacht oder so, sondern wo ich einfach auch nochmal meine Sicht der Dinge mit einbringen möchte. So, aber genug meine Views sozusagen. Es geht ja hier auch ums Video. 90ern. Und seht ihr hier, das hatten wir schon, aber das sind die letzten 3 Jahre. Zum Glück sorgt das bei uns nur für riesige Schäden für die Wirtschaft und viele Unternehmen. Und wenn du zufällig in einer Gegend geboren bist, wo du wegen Dürre, Fluten oder was auch immer nicht mehr leben kannst, dann bist du Flüchtling. Allein 2018 gab es 16 Millionen, die deswegen ihre Heimat verlassen mussten. Seitdem ist es übrigens noch gestiegen, also fast auf das Doppelte gestiegen. Man geht schon lange davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten hunderte Millionen Menschen dauerhaft woanders unterkommen müssen, weil ihr Zuhause unbewohnbar geworden ist. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Also ich habe dazu auch mal 2017 schon mal einen Beitrag geschrieben. Da war ich noch gar nicht lange Abgeordneter. Ich bin Ende 2016 Europaabgeordneter gewesen, geworden und habe damals halt auch schon darüber gesprochen. Und ich finde diese Dimension, dass durch veränderte klimatische Bedingungen das Land unbewohnbar wird, dass Dürren da sind, dass es zu viel regnet, dass es einfach zu heiß ist zum Leben, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Insbesondere, ja, dass dadurch halt, und ich habe damals vor 4 Jahren von 200 Millionen Menschen gesprochen, die dann sich sozusagen auf den Weg machen müssen, weil sie einfach dort, wo sie bisher wohnen, nicht mehr leben können. Nicht wegen Krieg oder Verfolgung, einfach wegen Klimakrise. Und ich denke, wir haben auch in Deutschland dieses Jahr gesehen, wie zerstörerisch Extremwetterereignisse sein können und wie schnell man sein Zuhause und seine Existenz verlieren kann. Folge der Klimakrise ist nachweislich, dass solche Ereignisse immer häufiger und krasser auftreten. Man könnte noch vieles erzählen. Zum Beispiel gehen Wissenschaftler davon aus, dass ein neues Massenaussterben begonnen hat. Das letzte Mal gab es sowas vor 66 Millionen Jahren, als durch einen riesigen Asteroiden die Dinosaurier ausgestorben sind. What a time to be alive. Oh Gott. Der Punkt ist, die Klimakrise ist jetzt schon am Start und sie ist auch hier schon am Start. Also natürlich wird es noch wärmer werden in den nächsten Jahrzehnten und diese ganzen Effekte werden krasser und schlimmer. Daran besteht kein Zweifel. Die Frage ist nur, wie schlimm es wird. Okay, im nächsten Part gucken wir uns nochmal ganz kurz an, wie unfassbar nachgewiesen die Ursachen für die Klimakrise sind und in welchen Parteien Leute dabei auffallen, dass sie wissenschaftsfeindlich oder sogar verschwörungsmäßig diesen Stand leugnen. Okay, jetzt. Es wird wärmer. Seit es menschliche Zivilisation gibt, war es noch nie ansatzweise so warm wie jetzt. Und dieser Anstieg passiert nicht natürlich über lange Zeit, sondern wie ihr seht, unfassbar schnell. Also das, wo es so steil nach oben geht, sind die letzten 100 Jahre. Das finde ich, ist wirklich bemerkenswert. Und wer das noch versucht zu relativieren, schwierig.
Jahre. Ich erkläre jetzt auch nicht nochmal ausführlich, warum das so ist, aber um alle auf denselben Stand zu bringen, hier ein kurzer Recap. 2 + 2 = 4 - 1, that's 3 quick maths. Je mehr Treibhausgase in der Luft, desto wärmer wird es. Das sind verschiedene Gase, aber vor allem geht es um CO2. Das macht dann nämlich den größten Anteil aus. Und seit so 150 Jahren ist plötzlich... Stopp, die Grafik würde ich mir gerne nochmal eben kurz mit euch angucken. CO2 wirklich der größte Anteil. Ich finde wirklich nochmal wichtig, dass Methan sozusagen, und ich finde auch gut an dieser Grafik, dass sozusagen der Effekt, warte mal, Treibhausgase in der Luft, desto wärmer wird es. Das sind verschiedene Gase, aber vor allem geht es um CO2. Genau, gesamter Effekt der Treibhausgase. Und Methan, ne, ist viel potenter, viel klimaschädlicher als CO2. Andere Gase wie Lachgas auch. Und davon wird noch sehr viel weniger ausgestoßen. Aber wenn sozusagen ein bisschen mehr Methan ausgestoßen wird, gerade ja auch zum Beispiel bei der Tierhaltung, bringt jedes bisschen mehr Methan einen deutlich größeren Klimaeffekt. Und deswegen, und das finde ich es gut, dass er das nochmal deutlich macht, Wasserstoff ist überhaupt nicht am schlimmsten, deswegen ist es gut, dass er das nochmal sagt, und wir sprechen deswegen, wenn wir ganz genau sind, tatsächlich um nicht um Reduktion einer von Treibhausgasen, sondern immer als Maßeinheit CO2-Äquivalent. Also man rechnet die anderen Gase auf die Klimawirkung von CO2 sozusagen runter oder hoch. Das macht dann nämlich den größten Anteil aus. Und seit so 150 Jahren ist plötzlich immer mehr CO2 in der Luft. Und wer ist für diesen Anstieg verantwortlich? Und dieser Anstieg ist zu 100% vom Menschen verursacht worden. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Ja, okay, Ramsdorf, aber wie kriegen wir Menschen das denn hin? Woher kommt denn das Ganze? Ramsdorf ist ja beim PIC in Potsdam sehr, sehr guter Wissenschaftler. Also wirklich, wirklich beeindruckend, was er macht. Ganze CO2. Naja, in erster Linie durch das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas. Eigentlich gar nicht so schwer, aber um das nochmal ganz, ganz klar zu machen. Das hier ist die gemessene Erderwärmung. Und das hier ist die Erwärmung, für die der Mensch verantwortlich ist. Wir tragen nicht nur einen großen Anteil an der Erderwärmung bei, wir sind die fucking OGs der Erderwärmung. Ja, aber das sagen bestimmt nur manche Wissenschaftler und andere vielleicht auch anders. Weiß man ja auch nicht, was dann stimmt. Nein. AfD hasst diesen Fakt. Einfach nein. Kurzer Exkurs, woher meine Aussagen hier kommen. Es gibt viele, viele Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt. Die forschen dann teilweise zu ganz verschiedenen Aspekten vom Klima, und um die Ergebnisse dann zusammenzutragen, gucken sich tausende Wissenschaftlerinnen gegenseitig ihre Forschung an, korrigieren, kontrollieren und fassen zusammen. Mhm. Genau das IPCC. Ist der Weltklimarat oder IPCC. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Die Ergebnisse vom Weltklimarat sind also keine Entscheidung von irgendwie einer kleinen Gruppe, sondern basically die gesamte Klimawissenschaft der Menschheit. Und das, was da diese unzähligen KlimawissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt machen, wird sogar noch von über 170 Organisationen kontrolliert, die als Beobachter am Start sind. Mehr Seriosität und Unabhängigkeit geht nicht. Und wenn man diese sicheren Erkenntnisse dann leugnet, dann ist man kein Skeptiker oder Hinterfrager, dann ist man einfach auf demselben Level wie andere Aluhutträger. Die meinen, dass Bill Gates kleine Kinder ist. Es gehören leider auch Politiker zu diesen Wissenschaftsfeinden und Aluhutträgern. Und davon gucken wir uns jetzt ein paar an. Schwurbel. Bei sowas ist die AfD natürlich voll dabei. Sie leugnen den deutlichen Konsens in der Wissenschaft und sagen sogar, dass die Bundesregierung und der Weltklimarat die eigentlichen positiven Auswirkungen verheimlichen. Und ernsthaft? Wir sollten uns doch einfach anpassen. So wie Pflanzen und Tiere. Was machen die Tiere nochmal? Was war da nochmal? Ach so, ja, die sterben ja so derbe aus, ne? Da war doch dieses Massenaussterben. Ja, nice. Lass halt daran orientieren. Eine FDP-Politikerin sagt, dass es mehr Extremwetterereignisse gäbe, sei Fake News. Das habe ich in der, als ich mir das mal durchgeschaut habe, nicht gesehen. Nicola? Eine FDP-Politikerin sagt, dass es mehr Extremwetterereignisse... Angstwahlkampf und angebliches Auftreten von mehr Extremwetterereignissen ist Fake News. Das ist 30. August 2017. Wow. Gäbe, sei Fake News. Mmh, bei
schließlich muss es... Also nicht so, das ist ein bisschen unsicher, da fehlen uns ein paar Daten. Nein, nein, sie bezeichnet das, was die Klimawissenschaft sagt, als Fake News. Als sie von einem Journalisten gefragt wurde, ob ihr der Tweet mittlerweile peinlich ist, sagt sie Folgendes. Nein, der Tweet ist mir nicht peinlich. Wann war denn dieses Interview? Endlich an der... U17... Ich möchte keine Cookies. Und ich möchte die auch nicht von Drittanbietern. Mussten Sie in den letzten Tagen... Das war 2019. Also gut, sie hat das 2017 getwittert und 2019 dann nochmal bestätigt. Also 2019 Attention mit Interest. Nein, habe ich wirklich vergessen? Damn it! Anfängerfehler. So, zurück zu Nicola. Das sieht sich nicht gut aus für sie. Ich glaube, das ist gerade ein Bereich, wo wir mal Ideologien beiseite lassen müssen. Alle Forscher, die quasi solche Klimaveränderungen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte betrachten, die sagen, das sind kleine Ausschläge an der Stelle. Nein. Das ist über die Jahrhunderte betrachtet eben nicht in der Brisanz, wie das momentan da ist. Und nee, sagen die halt nicht. Das ist völliger Bullshit und widerspricht jeglichem wissenschaftlichen Stand. Diese Frau ist, by the way, nicht irgendwer, sondern Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Die war zwischenzeitlich auch mal Generalsekretärin der FDP. Da hat sie Christian Lindner sozusagen abberufen. Dann hat sie als Spitzenkandidierende 2019 fürs Europäische Parlament kandidiert und ist dann Vizepräsidentin des Parlaments geworden. Und das ist sie auch jetzt noch. Wir sind hier bis 2024 gewählt. Wir haben 5 Jahre Legislaturperiode im Europäischen Parlament. Und nach 2,5 Jahren wird neu gewählt. Ich bin mir nicht sicher, ob die FDP sie nochmal vorschlägt oder ihre Fraktion. Renew Europe. Mal sehen. Strong FDP, strong. Aber es gibt daneben vor allen Dingen eine andere Partei, die bei Wissenschaftsleugnung extrem negativ auffällt. Nämlich die FD? CDU. Die Werteunion. Das ist so eine Untergruppe der CDU, leugnet nicht nur den Wissenschaftler. Ist die Werteunion eine Untergruppe der CDU? Ich finde, das ist, also nein, also die Werteunion ist meines Wissens nach ein eingetragener Verein und keine CDU-Gruppe. So, ich kann mich jetzt komplett irren, dann ist es halt so. Werteunion. Wikipedia. Ich weiß, dass es Wikipedia heißt. Nicht, dass mir hier was... Werteunion ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Plankstadt, der für sich beansprucht, einen konstruktiven Markenkern, das Gegenteil von konstruktiv, einen konservativen Markenkern der CDU-CSU zu vertreten. Sie ist keine anerkannte Parteigliederung von CDU und CSU. Also, genau, und ich finde, das ist wichtig, darauf hinzuweisen, das macht es mitnichten besser, was die Werteunion macht. Es legitimiert überhaupt nicht, dass ein Laschet zum Beispiel Maaßen, der ja da besonders bekannt ist in der Werteunion, sozusagen dabei ist. Aber ich finde, man kann nicht sagen, die Werteunion ist eine Unterorganisation sozusagen. Genau. Aber klar, natürlich sind sie mit der Union assoziiert. Das ist klar. Ich finde, ja, kleiner Hinweis an der Stelle. Aber nicht dramatisch. Konsens und unterstützt Leugner der Klimakrise, sondern redet auch irgendwie davon, dass das alles nur so eine Verschwörung wäre. ForscherInnen sind angeblich Mitläufer, die nur Geld mit ihren Unwahrheiten machen wollen. Die Weltbevölkerung wird bewusst in die Irre geführt. Und in Wahrheit ist der wissenschaftliche Konsens nur 1%.
Nein, Mann, das stimmt. Das ist natürlich absoluter Aluhut-Bullshit, wie wir im letzten Part schon gesehen haben. Die Werteunion aus der CDU sagt zum Beispiel auch, dass in Wahrheit nicht das CO2, sondern die Sonne das Klima steuert. Das ist ebenfalls faktisch einfach falsch. Und die Sonnenaktivität hat die letzten Jahrzehnte sogar abgenommen, während... Das ist spannend. Okay. Von der NASA, sehr gut. Temperaturanstieg ist das hier, ja, da sind wir bei dem 1 Grad, sogar mehr. Und hier bei der Sonneneinstrahlung, ja, krass. Ja, nein. Hat die von Storch das nicht auch mal erzählt bei Thilo Jung im Interview? Hat sie nicht genau das Gleiche an der Stelle gesagt? Ja, sehr gut. Das passt ja hervorragend. Nun gut. Gleichzeitig die Temperatur gestiegen ist. Sonne runter, Temperatur rauf. Die kleinen Sherlocks. auf einer ganz heißen Spur, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht die einzige Gruppe in der CDU, die so drauf ist. Eine andere Gruppe aus der CDU spricht in Bezug auf den Weltklimarat von einem Weltrettungszirkus Aktivismus. Welche andere Gruppe ist das denn? U24. Berliner Kreis. Okay, davon das, was ist denn der Berliner Kreis? Als Christdemokraten, keine Frauen, ist uns Bewahrung Schöpfung zentrales Anliegen, Klimaforschung. Ist da nicht irgendwie was, wer wir sind oder so? Über uns. Ein Netzwerk von konservativen Abgeordneten mal nachzugegangen. Okay. Ach, guck mal, da ist Wolfgang Bosbach mit am Start. Axel E. Fischer. Saskia Ludwig. Ja. Silvia Pantel. Eieiei. Herr Sensburg. Schau an. Na gut, also eine ganze Menge. Und da würde ich, es ist auch keine offizielle Untergliederung der Union, ja. Aber es gibt sozusagen Abgeordnete, die sich sagen können, okay, ich fühle mich dem Berliner Kreis angehörig. In der SPD würde man sagen, das ist eine Strömung. So. Also insofern, Gauland war auch mit dabei. Ha, na gut. Dann weiter. Also ihr erinnert euch, Weltklimarat, das waren die tausenden unabhängigen IPCC. Wissenschaftler aus der ganzen Welt, kontrolliert von über 170 Organisationen. Ja klar, mega unseriöser Aktivismus. Einer dieser CDU-Leute spricht sogar irgendwie davon, dass die Regierung abweichende Meinungen unterdrücken und aussortieren würde. Also hat schon nennenswertes Verschwörungsstudium. Ja, ihr habt den alle gesehen. Hier, das sind nicht irgendwelche irrelevanten Randoms in der CDU, sondern Bundestagsabgeordnete. Diese Leute sitzen im Bundestag für die CDU und die werden da maybe mehr. Die CDU hat für diese Wahl sogar neue Leute ins Rennen geschickt, die so einen wissenschaftsfeindlichen Bullshit verbreiten. Das sind also Menschen, die im Kopf völlig abgehängt von der Realität sind. Und die wurden zur Wahl gestellt. Wie viele solcher Leute in den Bundestag... Und zwar, wenn ich das mal ganz, wenn ich das mal eben meine persönliche Einschätzung dazu geben darf, keine Ahnung, ob euch die interessiert, die wurden ganz bewusst aufgestellt, damit die CDU, die immer noch glaubt, sie müsste möglichst weit am rechten Rand sein, sozusagen an den rechten Rand anbiedert und vom rechten Rand gewählt wird und vielleicht sogar AfD-Wählerinnen und Wähler zurückgewinnt. Also, es ist nicht so, das ist jetzt gerade passiert, wir wollten es einfach verhindern, sondern es ist, du bist besonders weird, du musst hier kandidieren, damit wir unser konservatives Antlitz bewahren können und nicht so wie weichgespülte SozialdemokratInnen aussehen. Komm, entscheiden letztlich die Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl in ein paar Wochen. Aber es ist nicht nur ein Problem, wenn sich Politiker ganz bewusst nicht auf die Seite der wissenschaftlichen Erkenntnisse stellen. Es ist auch problematisch, wenn sie sehr, sehr close mit reichen Unternehmen sind, die ein großes finanzielles Interesse daran haben, dass wir die Klimakrise weniger bekämpfen. Und darum geht es jetzt im nächsten Part. Das große Lutschen. Gas und Kohle, wir erinnern uns, ist Kacke fürs Klima. Deshalb sagt die Politik, ja, Guys, wir müssen es mit der Kohle
müssen wir sein lassen. Aber das ist natürlich sehr doof für Unternehmen, die mit sowas sehr, sehr viel Cash machen. Eines dieser Unternehmen ist RWE. Die machen dick Patte mit dem Verbrennen von Gas und Kohle. Also hat RWE natürlich ein riesiges finanzielles Interesse daran, so einen Kohleausstieg so lang wie möglich nach hinten zu schieben. Und da haben die auch einen ganz guten Hebel für, weil die sind sehr close mit der Politik. Das sieht man allein daran, wenn hohe CDU-Politikerinnen später im Vorstand von RWE landen oder wenn sich der Wer ist das? Wer war das? L2? Gott, ich brauche einen zweiten Bildschirm. Ich mache alles auf einem Bildschirm, sorry dafür. Deswegen ist das immer so ein bisschen... Politik und Personalwechsel. BDEW, das ist der Bundesverband der Energiewirtschaft. Ah, die Müller war's. So, dieses Mal vergesse ich das legitime Interesse hoffentlich nicht. Wo ist es? Zwecke? Ich sehe es nicht. Alle ablehnen. So, weil, keine Ahnung, ich habe das Legitimate Interest jetzt nicht gesehen und ich will es jetzt auch nicht übertreiben hier. Adi Müller, okay. CDU, frühere Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin. Ach, guck mal. Und seit 2008 war sie Hauptgeschäftsführerin des Bundesverband der Energiewirtschaft. Und da ist sie dann gewechselt 2016 zur EWE. Okay. Und vorher war es einer von der FDP. Na sowas. Vorstandsvorsitzende von RWE mit dem Kanzleramtsminister in seinem Jagdhaus trifft, um abseits von der Bevölkerung Dinge zu besprechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, nein Schatz, da läuft nichts. Wir sind nur ganz gut befreundet. Aber das zu glauben wird halt echt schwierig, wenn RWE einfach massig Politiker direkt bezahlt. Okay. Es sind echt viele Politiker auf der Payroll von RWE. Allein in Rheinland-Pfalz hat ein Drittel der Landräte im letzten Jahr... Ein Drittel der Landräte Rheinland-Pfalz. Freie Wähler, CDU, 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 SPD, CDU, 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 SPD, CDU, SPD, CDU, CDU, SPD, CDU, CDU, SPD, CDU, okay. Ja, Geld von Energiegroßkonzernen bekommen. Noch mehr. Meistens halt RWE. Und zwar. Okay. Was ich hier krass finde, ist, dass wir. Also, wir können gleich mal gucken, wo das Geld. Also, warum das Geld bezahlt wird. Keine Ahnung. Aber was halt wirklich auffällig ist, finde ich, ist, dass der Günther Schatz 154.000 Euro bekommt. Und dann wird es halt mit weitem Abstand das meiste, ja. Dann, also nächste 50.000, dann 40.000, dann nochmal knapp 40.000, nochmal knapp 40.000, dann 30.000, dann 20.000, dann 20.000, dann 20.000, dann 20.000, dann wird es halt wieder weniger so, ne? Okay. Ich habe keine Nebenjobs, nein. Landräte im letzten Jahr Geld von Energiegroßkonzernen bekommen. Meistens halt RWE. Und zwar... 4- bis 6-stellig, bei einem CDU-Politiker zum Beispiel circa 130.000 Euro. Und das war das gerade. So, ich glaube, dass diese Nebentätigkeit, also RWE hat, wir schauen uns mal, ich habe mich damit vorher nicht beschäftigt, aber meine Idee wäre jetzt, dass die, also Wikipedia, Wikipedia hätte ich gerne mal eben, RWE, so. Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke, sitzt in Essen, börsennotiertes Energieversorgungsunternehmen und ich kann mir halt vorstellen, dass die einzelnen Landkreise sozusagen Anteilseigner sind und dann qua Amt sozusagen an den Aufsichtsratssitzungen oder sowas teilnehmen können. Keine Ahnung, ob das so ist, muss ich gestehen. Guck mal hier, zum Beispiel die Stadt Dortmund hat 4,8% Anteile an der RWE.
Genau, hier. Neben den Meldepflichten Anteilseigner besitzen weitere knapp 80 Städte und Kreise einen Anteil am Grundkapital. Und diese waren aus der Historie in zwei kommunalen Aktionärsverbänden aus Westfalen und Rhein organisiert. Seit Juli 2021 sind alle Mitglieder im Verband kommunaler Aktionäre Rheinland gebündelt. Sie halten 23% aller RWE-Aktien. So, wenn eine öffentlich-rechtliche ich rechtfertige das jetzt überhaupt noch nicht, ne? Ich will nur mal überlegen, wie das zustande kommt. Denn es muss ja irgendwie, irgendwie eine Begründung dafür geben, dass das gerade dort so viel ist. So, es könnte jetzt also sein, dass wenn die Gebietskörperschaft Anteile an dem Grundkapital hat, dass ihnen dann sozusagen auch, wie gesagt, eine Position zusteht. Und dass das dann der Landrat oder die Landrätin macht, der Gebietskörperschaft die Anteile hat. So, dass das jetzt bei einem 150.000 Euro sind und bei den anderen so zwischen 15.000 und 25.000, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Da ist natürlich irgendwas nicht ganz gerade. Vielleicht ist das anteilsmäßig Bevölkerung oder gestaffelt nach den Anteilen, keine Ahnung. Wenn das allerdings die Begründung ist, der Mensch ist dort, weil die Gebietskörperschaft Anteile am Grundkapital hat, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum darf das der Landrat oder die Landrätin dann privat behalten? So, aber zur Unternehmensstruktur. So, die gewachsene traditionelle Unternehmenskultur ist stark von der rheinischen Bergbau- und Montanmitbestimmung geprägt. Sie ist konsensorientiert und bürokratisch. Wechselnde Einflussnahme durch, guck mal, durch und auf kommunale Anteilseigner. Das ist natürlich schlecht, ne? Einflussnahme durch kommunale Anteilseigner wäre gut. Also wenn wir als Bürgerinnen und Bürger durch vertreten durch die kommunalen Anteilseigner sagen würden, mach das. Aber wenn das andersrum läuft, das Unternehmen sagt, mach das, nicht gut. Regionalbeiräte, Institutionen, den lokale Politiker, Vertreter ständischer und weitere Interessenvertreter sitzen. Diese erhalten von RWE eine Aufwandsentschädigung von jährlich 6.650 Euro bis 7.400 Euro. Das Kopfnicken mit Buffet. Okay, legale Korruption. Nach einem Rechtsstreit des Beirats Knapp von der Bundesregierung müssen seit 2011 die kommunalen Beiräte die Vergütung abführen. Okay. So wurde im November 2004 bekannt, dass RWE unter anderem Hermann Josef Ahrens 60.000 Euro jährlich bezahlt und kostenlos Strom geliefert hat. An den CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer 81.000 gezahlt, kostenlos Strom geliefert, der Konzern begründet die Zahlen mit Kommunikationsfehlern. Lobbyisten des RWE-Konzerns beziehen über die SPD Hausausweise des Deutschen Bundestags, mit denen sie direkt Zugang zum Gebäude haben. Okay. Krass. Also, das macht jetzt noch nicht ganz klar, wie das sozusagen da vorhergeht. Schauen wir nochmal auf die Quelle. Politiker auf der Payroll von RWE. Allein in Rheinland-Pfalz hat ein Drittel der Landräte im letzten Jahr Geld von Energiegroßkonzernen bekommen. Meistens halt RWE. Und zwar L4 und L5. Gut. Vier- bis sechsstellig bei einem CDU. So, L4. Ah, Korrektiv hat das sich angeschaut. Das ist schon mal gut zu wissen. Was sagt denn Korrektiv? Essentiell speichern. Kommunalpolitiker in Rheinland-Pfalz auf Gehaltsliste. Ah, guck mal. Und Rheinland-Pfalz hat sie sozusagen verpflichtet, die Gelder offen zu legen. Wow, das war erst jetzt der Fall? Hui. 57.000 Nebeneinkünfte, Rekord in RWE. An der Spitze steht der Trierer Saarburger Landrat Günther Schatz. Okay, den haben wir jetzt auch gerade in der Tabelle gesehen, mit rund 160.000 Euro Vergütung. Der Beitrag übersteigt sein Gehalt, das hatte Riese ja auch ausgerechnet. Quelle: Mitgliedschaft im Aufsichtsrat und einem Ausschuss. Okay, im Aufsichtsrat ist er noch mit dabei. Das sind die anderen offensichtlich nicht. Mehr als eine halbe Million, alter Walter. Seine Nebenkünfte im Kreistag vorgestellt, SPD, Grüne Kritik dazu. Krass. Keine Interessenskonflikte. Mit 160.000 Euro ist Günter Schatz der bestverdienende Landrat in Rheinland-Pfalz. Irre.
So, die Politiker nehmen diese Posten deshalb wahr, weil die Kommunen teilweise Anteile besitzen. In dieser Verflechtung der Kommunen mit RWE und anderen Anteilsbeteiligungen von Rubik strukturellen Interessenkonflikt, der werde für die Kommunen noch für den Konzern von Vorteil sein, Energiewende ausbremse. Ich sag mal so, wenn man jetzt das gegenseitige Einflussnehmen anschaut, dann könnte RWE ja auch durch die Kommunen sozusagen mehr gezwungen werden, aktiver was gegen die Klimakrise zu machen, ja, und zum Beispiel auszusteigen aus der Kohleverstromung. Okay, aber immerhin ist das erklärt sozusagen mit den Anteilseignern. Also das ist nicht so, dass RWE die jetzt einfach so bezahlt, sondern dass die eine gewisse Funktion haben. Ob das richtig ist, nochmal eine ganz andere Frage. Vor allen Dingen müssten dann ja auch die sozusagen, finde ich, müsste das abgegeben werden. Und insofern, nee, jetzt gerade nicht, aber später vielleicht. Finde ich immer noch krass. Ich finde allerdings, das hätte zur Einordnung mit dazugehört. Finde ich. Weil es eben, wie gesagt, auch Teil der Aufgabe ist, die sozusagen damit kommt, dass man die Gebietskörperschaft, Stadt, Kommune, Landkreis dort eben vertritt. EU-Politiker zum Beispiel ca. 130.000 Euro. Okay, um das nochmal ganz kurz klar zu machen, das ist ein Politiker, der vom Steuerzahler für sein politisches Amt bis zu 120.000 Euro im Jahr bekommt. Das ist viel mehr, als die meisten Menschen bekommen. Und das ist allerdings wahr. Dafür erwartet man dann von ihm auch, dass er ausschließlich im Sinne der Bevölkerung handelt. Und trotzdem entschied sich dieser CDU-Politiker dafür, dass er eine Nebentätigkeit für RWE machen möchte, für die er nochmal ca. 130.000 Euro im Jahr bekommt. Also seine Haupteinnahmequelle war faktisch RWE. Und was er dafür im Gegenzug getan hat, weiß letztlich nur er selbst. Aber seine Gegenleistung scheint einen sehr hohen finanziellen Wert für RWE gehabt zu haben. Ja, ganz offensichtlich. Und so eine Masche ist auch nichts Neues. Schon Anfang der 2000er kam raus, dass über 100 Politiker von RWE bezahlt wurden. Und es sind auch damals zwei hochrangige CDU-Politiker zurückgetreten, weil sie verdeckt Geld von RWE bekommen haben. Ein anderer... Okay, das ist das, was wir gerade bei in dem Wikipedia-Artikel gesehen haben, die beiden Fälle. CDU-Politiker hatte neben seinem guten Politikergehalt zusätzlich nochmal von RWE ein Jahresgehalt von 90.000 bis 120.000 Euro bekommen. Für einen angeblichen Nebenjob. Seine Statements dazu waren, und ich zitiere... Vielleicht nochmal eben ganz kurz dazu. Und ich finde, das ist richtig, was Nebenverdienste von Politikerinnen und Politikern angeht. Da habe ich ja schon öfter mal was zu gesagt. Ich finde, Nebenverdienste sollten nicht per se verboten werden, weil zum Beispiel, und ich erkläre das jetzt, bitte erst zuhören, dann mit Stein werfen, weil zum Beispiel ja auch, also wir wollen einerseits, dass Politikerinnen und Politiker keine Karrierepolitiker sind, also auch noch was anderes im Leben machen können, nicht immer darauf aus sind, das Mandat weiterzumachen, das finde ich richtig. Und es kann dann zum Beispiel sein, dass jemand, der, und da gibt es einen Kollegen aus dem Europaparlament, den ich kenne, der ist Chirurg. Und der sagt, wenn ich jetzt 5 Jahre lang nicht mehr operieren würde, brauche ich danach nicht mehr Chirurg zu sein. Dann habe ich das komplett verlernt. Und deswegen arbeitet der jetzt immer noch mal. Ja, und ich finde, das ist okay. Aber, jede, die Nebentätigkeiten müssen begrenzt sein. A, was die Höhe angeht. Denn es ist ja neben dem Mandat und nicht vor dem Mandat, ja. Sie müssen zeitlich begrenzt sein. Und vor allen Dingen muss jeder Cent öffentlich sein. Jeder Cent muss veröffentlicht werden. Und es darf schlicht und einfach nicht der Hauptjob sein. So. Und an der Stelle... aber wenn man jetzt sagt, Chirurg ist was anderes, nein, ich sage ja nur, dass man Nebentätigkeiten bei Abgeordneten nicht per se verbieten sollte, ja. Okay. Ihr könnt das anders sehen, überhaupt gar keine Frage. Ich versuche das, also das ist jetzt nichts, hat jetzt nichts hiermit zu tun, ja. Also wer 100.000 Euro nebenbei verdient, der hat keinen Nebenjob.
Der ist Mandatsträger nebenbei. Und dann soll er sich nicht zur Wahl stellen, sondern soll den anderen Job machen. So, Punkt. So bewahre ich mir Bodenhaftung und Bürgernähe. Ich arbeite einfach mehr als der Normalverdiener. Was ist denn das? Was? Und mit einer 40-Stunden-Woche schafft man das nicht. Aber wenn Sie 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten, kriegen Sie das auch hin. Das hat er nicht gesagt. Du kannst es auch. Mit ein paar Tricks kannst auch du 100.000 Euro von RWE bekommen. Komm in die Gruppe. Jawohl, ja! Übrigens, ja, sorry. Und, Alter, da fehlen mir jetzt ehrlich gesagt die Worte. Das 100.000 Euro Nebenjob machen ihn realitätsnäher? Oh, Alter. Fun Fact, auch das ist kein Rando in der CDU, sondern aktuell stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Ach was. Hier in diesem Video zum Beispiel seht ihr, der hat mit, so mit Laschet Jokes gelacht. Mit Laschet kickt. Apropos Laschet. Jetzt wird's noch abgefuckt und ich versuch's mal kurz zu machen. RWE wollen Kohle ausbuddeln und am liebsten würden sie dafür auch ganze Dörfer plätten, damit sie darunter noch mehr Kohle aus... Eins der größten Probleme eben am Tagebau ist, dass dafür Dörfer umgesiedelt werden müssen. Ne? Das ist wirklich krass. Du lachst über das Argument, deins war ja fast das gleiche? Dullboy? Nein, nicht im Ansatz war das gleich. Also, ja. Gut. ...ausbuddeln und dann verbrennen können. Die Regierung meinte ja, yo guys, wir müssen bald eh aufhören mit der Kohle so und musste deswegen entscheiden, ob RWE noch 5 bestimmte Dörfer für die Kohle plätten darf. Und dafür hat die Regierung dann ein Gutachten erstellen lassen. Und da stand drin, yo, wir kriegen das mit dem Kohleausstieg hin, ohne dass diese Dörfer geplättet werden müssen. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Dieses Gutachten wurde vom CDU-Wirtschaftsminister erstmal unter Verschluss gehalten. Die Bevölkerung sollte es nicht sehen. Und dann wurde trotzdem eine Entscheidung getroffen. Die Regierung, also CDU und SPD, haben beschlossen, dass Dörfer... Das hat die Bundesregierung gemacht und nicht NRW? Okay. ...plättet werden sollen und dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren und enteignet werden. Und erst nachdem die das beschlossen haben, mit insgesamt einem Jahr Verspätung, kam dann dieses Gutachten an die Öffentlichkeit, wo drin stand, dass das gar nicht nötig wäre. Aber warte mal! Das Gutachten, wenn sie im Auftrag gegeben sind, nicht veröffentlicht werden, obwohl die Ergebnisse vorliegen, passiert ja immer mal wieder. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, ein Gutachten, das öffentlich in Auftrag gegeben wird, von einem Ministerium, von einem Kreistag beauftragt, wie auch immer, muss tatsächlich veröffentlicht werden. Wir haben das als Bürgerinnen und Bürger bezahlt durch unsere Steuerzahlung. Und es ist eingekauft worden und es sollte dann auch veröffentlicht werden, damit wir uns darüber informieren können. Das nur mal kurz als Einwurf von meiner Seite. Der Staat darf doch eigentlich nur Leute enteignen, wenn klar ist, dass es fürs Gemeinwohl wichtig ist. Das ist ja hier eigentlich gar nicht so der Fall und würde auch nicht zu dem Gutachten passen, das absichtlich zurückgehalten wurde. Das ist hier jetzt natürlich eine schlechte Rechtsgrundlage für das Enteignen von Menschen. Was für ein Zufall, dass die SPD und CDU letztes Jahr einfach gesetzlich bestimmt haben, dass der Betrieb eines RWE-Kohlekraftwerks notwendig ist. Oha, wenn man für so eine Notwendigkeit Leute enteignen kann, dann hat man für diese Notwendigkeit bestimmt krasse Belege, oder? Belege für die angebliche energiepolitische Notwendigkeit dieses einen Tagebaus hat die Bundesregierung nicht vorgelegt. Okay, keine Belege. Aber es gibt sogar eine Studie, die untersucht hat, ob das Dörferplätten fürs Kraftwerk notwendig wäre. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und...
Was stand da drin? Wir haben nachgewiesen in unserer Studie, dass es in der Tat energiewirtschaftlich nicht notwendig ist, diese Dörfer in dem Umfang abzubaggern. Weird. Und danach kam sogar nochmal ein Gutachten mit dem expliziten Ergebnis, dass dieses Kohlekraftwerk nicht notwendig ist. Also, CDU und SPD bestimmen einfach eine Notwendigkeit, durch die dann Menschen für RWE enteignet werden, ohne jegliche Belege und obwohl verschiedene Studien dem widersprechen. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das schon Extremhass ist, da geht noch was. Okay. RWE wollte... Warte mal, das Standbild von Rezo ist jetzt nicht sehr vorteilhaft. So, ich glaube, das gefällt ihm besser, wenn das sein Standbild ist. Ach ja, sus. Was soll ich sagen? Tagebau jetzt noch zu genehmigen ist natürlich hochgradig problematisch. Wir wissen, dass wir Kohle nicht mehr verstromen sollten. Wir haben noch Abbaureviere sozusagen, für die sind schon Dörfer abgebaggert worden, die Menschen wurden dann umgesiedelt. Ja. Ich weiß nicht, ihr hattet vorhin Probleme mit uns mit dem Wort umgesiedelt. Genau. Und danke für die Glückwünsche. Der Punkt ist jetzt nochmal, dass Enteignungen nach dem Grundgesetz möglich sind, 14 Absatz 3, wenn sie der Allgemeinheit zugutekommen und wenn dafür eine Entschädigung gezahlt wird. Und an der Stelle muss man halt wirklich sagen, dass wir zu dieser Entscheidung meiner Meinung nach nicht mehr hätten kommen sollen, weil eben Kohleverstromung nicht die Zukunft ist. Ich habe das eben gesagt, wie gesagt, so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgeschaut. Es kommt nachher nochmal was zum Emissionshandelssystem. Und zu dem Emissionshandelssystem werde ich dann an der Stelle nochmal was sagen. Dass ein Wald geräumt wird, um den letztlich plätten zu können, damit sie mehr Kohle buddeln können. Ihr merkt, das ist so deren Ding. Aber die gesamte History über RWE und diesen Wald würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das hatte anfangs sogar eine rot-grüne Landesregierung. Stimmt, und es ist fair, dass er das sagt, dass die Entscheidung über die Rodung des Waldes schon sehr lange her ist und dass, ja, meine Partei zusammen auch mit den Grünen das entschieden hat. Man muss vielleicht nochmal ganz kurz zurück überlegen. Rot-Grün hat ja damals auch auf Bundesebene jetzt, nicht in NRW, entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen. Wie ich finde, die absolut richtige Entscheidung. Was man damals nicht so richtig berücksichtigt hat oder beziehungsweise was damals auch für die Grünen doch nicht so mit das Problem war, dass man damals dann sozusagen sagt, okay, dann verstromen wir halt mehr Kohle und Gas. Da war das einfach noch nicht richtig auf dem politischen Schirm. Das ist in der Tat ein Problem. Und ich finde es gut, dass er hier sozusagen nochmal die gesamte Geschichte richtig darstellt und jetzt nicht nur, das wäre ja der easy move gewesen, zu sagen, haha, Laschet war's. So, ja. Entschieden. Ein Gericht hat dann zwischenzeitlich gesagt, nein, ihr dürft nicht plätten, weil nicht notwendig, aber dann irgendwie wieder doch. Und das ist halt alles ein bisschen messy. Aber eine Sache davon möchte ich euch gerne erzählen. Also, im Wald waren halt so Leute am Dauer protestieren, damit man den nicht platt machen kann. RWE wollte dann, dass die Regierung von Nordrhein-Westfalen, also wo Armin Laschet Chef ist, diesen Wald von den Besetzern räumt. Aber das konnten die gar nicht so auf Anhieb machen, weil es gar nicht klar war, ob die dafür überhaupt zuständig sind und ob es überhaupt rechtlich okay ist, wenn die Polizei da jetzt hingeht und die Leute rauszerrt. Das ist also erstmal schwierig. Aber am Ende hat die Laschet-Regierung einfach gesagt, wir räumen jetzt diesen Wald wegen Brandschutz. Und das war halt weird. Ja, viele dachten, dass das einfach ein Vorwand wäre, um halt genau das zu tun, was RWE gerne wollte. Aber der Innenminister von Laschet hat gesagt, nein. Mit RWE gab es hier gar keine Absprache. Da habe ich auch gar keinen Kopf. Oh, das ist Herbert Reul. Herbert Reul war, bis Laschet gewählt wurde in NRW, Europaabgeordneter. Also mit dem war ich zusammen im Europäischen Parlament. Und ich finde es nicht schlimm, dass er jetzt in NRW ist. Kontakt gehabt mit RWE. Natürlich habe ich in meinem Leben mit RWE geredet, das ist klar, aber in dieser Zeit kein und erst recht nicht so eine Aufforderung. Und später kam dann raus, es gab sehr wohl dazu mehrere Gespräche mit RWE. Hat er sich
wohl vertan. Und es gibt sogar ein Videoleak, in dem Laschet zugibt, dass er hier unehrlich zur Bevölkerung war. Also Laschet hatte diesen Wald ja geräumt wegen... Es gibt dann einen Audiomitschnitt. Das hat ein WDR-Journalist, meine ich, veröffentlicht. Und da musste das zurückgenommen werden, weil das Laschet angeblich heimlich mitgeschnitten wurde. Ich habe dazu was getwittert damals. Ich bin mir so hundertprozentig sicher. Ich habe den Tweet dazu allerdings von mir auch nicht mehr gefunden. Ja. Aber gut, okay, es kommt noch. Ja gut, wie gesagt, ich bin dann nur einmal schnell drüber. Wegen Brandschutz. Und dass dieser Brandschutz nur ein Vorwand war, also eine erfundene Begründung, sagt er selbst in einem geleakten Video. Das Video darf ich aus rechtlichen Gründen nicht zeigen, okay. Aber ich zitiere mal. Warum darf er das aus rechtlichen Gründen nicht zeigen? Es ist nett, dass ihr die Links anbietet. Wenn wir jetzt wissen, dass es das auf Twitter gibt, glaube ich, kann das jeder, den es interessiert, selber finden. Dass die Links gelöscht werden hier. Das geht nicht. Also ich will ja auch nicht, dass irgendjemand von euch in Schwierigkeiten kommt. Also, genau. Rezo liest jetzt die richtige Stelle zu. Ja, zuvor heißt das Wort. Ja, ich brauche auch einen Vorwand, sonst kann man dort nicht tätig werden. Nicht wegen Artikel 13. Ich wollte den Wald räumen. War jetzt nicht die beste Laschet-Impression. Nein, nicht wirklich. Und come on, das ist schon... sus. Okay, jetzt noch ein letztes Beispiel für solche Moves, diesmal auch nicht nur auf RWE bezogen. Die Welt verändert sich und deswegen gehen jedes Jahr manche Unternehmen pleite. Ist traurig, aber halt die Realität. Aber für Kohleunternehmen, die ja selbst ganz stark dafür verantwortlich sind, dass sie ihr Business jetzt aufhören müssen, gelten auch da ganz besondere Regeln. Als Entschädigung bekommen sie jetzt Milliarden Steuergelder zugeschoben. Allein RWE und ein anderes Unternehmen bekommen über 4 Milliarden Euro Steuergelder. Dass diese Zahl hier einfach als Entschädigung für den angeblich verloren gegangenen Gewinn. Aber warte mal, was denn für ein krasser Gewinn? Also den, man muss natürlich, wenn man Unternehmen enteignet, wenn das sozusagen ist, dafür entschädigen. Auch das, Rechtsstaat. Die Höhe der Entschädigung ist mir allerdings bis heute nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Gewinn. Kohleunternehmen bekommen schon immer finanzielle Sonderbehandlung. Also zum Beispiel Schäden, die sie verursachen, werden zu großen Teilen von uns Steuerzahlern getragen. Ja, genau. Und trotzdem strugglen viele von denen finanziell schon länger. Und es ist völlig klar, dass es für viele wahrscheinlich bald gar nicht mehr möglich ist, damit Gewinne zu machen. Also in einer freien Marktwirtschaft, wo jeder für seine eigenen Schäden aufkommen muss, wären die längst tot. Auch Experten sagen, dass diese über... Das gilt im Übrigen nicht nur für die Verstromung von Kohle, sondern das gilt gerade auch für die Atomkraft. Ne? Natürlich müssen die eine gewisse Summe versichern für Schäden und Rückbau. Ne? Aber wenn so ein Unternehmen dann pleite ist, dann ist halt die Frage, wer macht denn jetzt den Rückbau? Wer macht denn jetzt die Endlagerung? Und insofern finde ich das nochmal ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das ist auch wichtig in der Diskussion um die Kosten von erneuerbaren Energien. Erstens sind die Produktionskosten viel geringer und zweitens lesen wir alle auf unserer Stromrechnung immer diesen EEG-Umlage. Die EEG-Umlage hat ihre Kilowattstunde um, weiß ich nicht, 6 Cent, irgendwas teurer gemacht, Strom. Lässt da aber die ganzen Kohle- und Atomsubventionen nicht aufgezählt werden, finde ich, ist einfach nicht richtig. 4 Milliarden viel zu hoch sind. Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass knapp 2 Milliarden zu viel gezahlt werden. Das sind keine Peanuts. Nur zum Vergleich, 2 Milliarden Euro Steuergelder zu viel wären circa 4-mal die Steuerverschwendung von Andi Scheuer. Und selbst die EU-Kommission meinte, ey Guys, das sieht hier irgendwie fishy aus, was ihr macht. Aber auf welcher Grundlage werden denn da unsere Steuergelder so krass vergeben? Das weiß niemand so genau. Es gibt zwar interne Dokumente mit Formeln, die auch so zu diesem Ergebnis kommen und in denen Zahlen für RWE sehr geschönt wurden, aber die Regierung meint, ach, die Formel, nee, also nein, so haben wir das nicht gemacht. Ja, liebe CDU, wie habt ihr das denn berechnet?
Sage ich nicht. Aber warte mal, CDU, wieso sollte die Bevölkerung denn dann davon ausgehen, dass ihr die Zahlen nicht einfach künstlich für eure Kumpels bei RWE hochgepusht habt? Ja, ich kann da einfach nur die Walla-Garantie geben. Unser CDU-Wirtschaftsminister möchte seiner Bevölkerung die... Und ich finde, an der Stelle, es geht einfach nicht. Berechnungsgrundlage, auf der sie Milliarden unserer Steuergelder an diese Rich Dudes gibt, nicht nennen. Überhaupt gar nichts, Hass. Aber es gibt halt in manchen Parteien so viele Fälle von Politikern und Politikerinnen, die durch merkwürdige Verbindungen bis hin zu klarer Korruption negativ auffallen, dass wir diese Fälle jetzt hier nicht alle durchgehen können. Und ja, für viele von euch fühlt sich das jetzt maybe so ein bisschen frustrierend an. Deshalb geht es jetzt im nächsten Part darum, ob es überhaupt Hoffnung gibt, dass wir die Klimakrise noch derbe abschwächen können. Gibt es noch? Noch ja. Okay, irgendwie ist das mit der Klimakrise doof und irgendwie liegt es halt vor allem am CO2, das wir in die Luft ballern. Aber bevor wir jetzt darüber reden, wie wir das lösen, stellt sich ja erstmal die Frage, müssen wir hier überhaupt was lösen? Ja, sicher. Das ist krass weggeraucht. Nicht jedes Land ist gleich viel für die Klimakrise verantwortlich, weil eben nicht jedes Land gleich viel CO2 in die Luft geballert hat. Deutschland hat bisher doppelt so viel CO2 erzeugt, wie der gesamte afrikanische Kontinent. Mhm. Zum Vergleich, das Afrika, das Blaue da drin, Deutschland. Das, finde ich, ist nochmal wichtig, dass man in der Diskussion um die CO2-Reduktionen oder Treibhausgas-Emissionsreduktionen, um es noch kompletter zu machen, dass man nochmal auf die historische Verantwortung hinweist. Ja, also seit der Erfindung der Dampfmaschine wird in Europa quasi im großen Stil CO2 freigesetzt. So. Und das ist ja auch in den im Paris-Abkommen ist die historische Verantwortung ja auch genannt, ja. Ja, Rezo, dass Afrika nicht schuld an der Klimakrise ist, ist klar. Aber was denn mit China? Die sind doch viel mehr schuld als wir. Really? Gucken wir uns das gern mal an. Von dem gesamten CO2, das die Menschheit bisher in die Luft geballert hat, ist China für so 13% verantwortlich und Deutschland für so 5,5%. So, jetzt war der jetzt war zu schnell. Können wir nochmal die Grafik bitte haben? Gucken wir uns das gern mal an. Von dem gesamten CO2, das die Menschheit bisher in die Luft geballert hat, ist China für so 13%. Ach, wieso jetzt? Ohne Augen. Ich finde, es sieht nicht so schlimm aus. So, das ist wichtig und vor allen Dingen, ist noch ein Punkt wichtig, der jetzt auf dieser Grafik nicht zu sehen ist, dass die CO2-Emissionen aus China so richtig erst seit 2001 losgehen, seitdem die Chinesen quasi Mitglied der Welthandelsorganisation sind und weltweit ihre Waren vertreiben können. Und ein Punkt möchte ich jetzt hier auch schon mal eben vorziehen, die Emissionen, die in China entstehen, liegen ja auch daran, dass auf unseren Produkten überall Made in China draufsteht. Ja, also die Emissionen entstehen da zwar, aber der Konsum, die Benutzung passiert hier. Ich finde, das muss man auch nochmal mitdenken. 13% verantwortlich und Deutschland für so 5,5%. Die ganz Smarten von euch merken jetzt schon was. China hat ca. 17 mal so viele Einwohner wie wir. Unser Anteil ist aber gar nicht ein 17. von China. Auch nicht ein Achtel. Wie geil ist das denn gemacht? So viel. Ja. Im Verhältnis zur Bevölkerung, und nur das macht Sinn, sind wir viel mehr für die Klimakrise verantwortlich, als es China ist. Das heißt nicht, dass die keine Verantwortung tragen, aber Deutschland gehört grundsätzlich zu den absoluten Hauptverantwortlichen in dieser Sache. Und man muss vor allen Dingen halt auch sagen, dass sich mit jedem Jahr, das jetzt noch sozusagen in die Zukunft geht, sich das Verhältnis nochmal zugunsten Chinas oder zu Ungunsten Chinas in dem Fall dann ehrlich gesagt auch verschiebt. Ne? Denn derzeit ist es so, ich hatte das nochmal rausgesucht im Vorfeld, ich hole das nochmal eben hier für euch mit auf den Schirm sozusagen.
da. Also Emissionen 2019, das ist jetzt von der Deutschen Welle, kann ich übrigens sehr empfehlen, in Milliarden Tonnen, China 10,7 und Deutschland 0,7. Das heißt, der Anteil Chinas wird jetzt jedes Jahr natürlich deutlich höher. Also die Zahlen, die Rezo hier hatte, sind hier auch nochmal aufbereitet. Das ist der deutsche Anteil in Prozent an sämtlichen CO2-Emissionen seit 1750 bis 2019. Deutschland 5,7, China 13,7. Ja? Und wenn Deutschland nur 0,7 Milliarden Tonnen pro Jahr hinzufügt, China aber 10 Milliarden Tonnen, dann wird sich das natürlich sozusagen ändern. Deswegen finde ich, ist schon auch wichtig, dass nicht nur wir was machen. Diese Kopfrechnung ist richtig, gar keine Frage. Ich bringe das auch immer als Argument. Und vor allen Dingen auch, und deswegen habe ich das vorgezogen, der Punkt, für wen entstehen denn da die CO2-Emissionen? Für Chinesinnen und Chinesen oder für Europäerinnen und Europäer? Und ich meine für uns, weil wir ja die Güter, die da produziert werden, dann am Ende auch konsumieren. Aber trotzdem, das Verhältnis ändert sich natürlich an der Stelle. Also insofern, das ist super wichtig, ja, wir müssen hier in Europa auch aufgrund unserer historischen Verantwortung mehr machen, aber wir werden die Klimakrise nur aufhalten, wenn alle Staaten auf der Welt ihre Anstrengungen erhöhen. Und wir müssen als Europäerinnen und Europäer vorweggehen. Also, versteh mich nicht falsch. Es gibt Leute, die sagen, naja, die müssen erstmal und dann machen wir. Nein, genau das Gegenteil. Eben aufgrund dessen, was Rezo gerade sagt, wir müssen anfangen. Ja, wir müssen den Schritt gehen. Historisch gesehen und so weiter. Relevanz pro Kopf, die Frage der globalen Gerechtigkeit. Ja, aber es reicht eben nicht alleine. So, dafür. So. Einwurf Ende, weiter. Und das ist eine gemessene wissenschaftliche Tatsache. Okay, das ist jetzt natürlich ein Downer, aber was können wir denn jetzt tun? Okay, wir können nichts mehr dagegen tun, dass es noch wärmer wird und dass diese ganzen Effekte der Klimakrise noch schlimmer werden. Aber alle sind sich einig, dass es am besten nicht wärmer als 1,5 Grad werden sollte. Wir erinnern uns, wir sind schon bei über einem Grad, also haben nicht mehr so viel Puffer. Das mit den 1,5 Grad haben auch die meisten Länder der Welt miteinander als Ziel vereinbart und dafür sogar schon vor ein paar Jahren einen Vertrag geschlossen. Dieser Vertrag heißt Pariser Abkommen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und auch da steht halt dieses Ziel von 1,5 Grad. Gut, genau genommen steht da drin, möglichst auf möglichst unter 1,5 Grad und nicht mehr als 2 Grad. So. Welche Quelle war das? H4? H4. So. Das ist sozusagen, ach guck mal hier, von Europäischen Kommission, der Paris-Vertrag, Eckpunkte, genau. Ein langfristiges Ziel, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen. Das Ziel, den Anstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, da diese Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich vermindern würde. Ja? Also sozusagen das langfristige Ziel und das kurzfristige Ziel und insbesondere das 1,5 Grad Ziel von vielen kleineren Staaten gefordert wurden. Drin. Okay, bis wann muss Deutschland mit dem CO2-Ballern aufgehört haben, um dieses Ziel zu erreichen? Wie man das macht, das steht hier unten. Es gibt ein Pro-Kopf-Budget für CO2. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr Bock habt, beim Sachverständigenrat Umwelt der Bundesregierung. Bis so grob 2032. Das sind noch so grob 10 Jahre, ne? Und das sagt nicht ich, sondern jede seriöse Quelle, die ich gefunden habe, darunter auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Okay. Ja, wenn man sozusagen das 1,5-Grad-Ziel nimmt, wenn man 1,75 nimmt, was ja auch noch unter 2 Grad wäre, wären es schon wieder ein paar Jahre länger. Wichtig ist bei der ganzen Diskussion, wenn wir sozusagen jetzt so machen, weitermachen mit dem Status quo, dann ist dieses Budget halt, wie jetzt da berechnet, 2032 weg. Wenn wir allerdings noch, weil wir sagen, und das ist ja vielleicht eine realistische Einschätzung, bis 2032
In also 11 Jahren werden wir nicht die komplette Wirtschaft dekarbonisiert haben und vor allen Dingen auch immer noch vielleicht ja, Plastikprodukte, Kunststoffprodukte nicht hundertprozentig ersetzen können, die aus Erdöl entstehen und so weiter. Wir sind noch nicht in der Lage, CO2, das anfällt, dann zu speichern, ja, und so weiter und so fort. Dann müssen wir, wenn wir dann sagen, okay, 2032 schaffen wir nicht, aber wir schaffen es zum Beispiel 2045 spätestens, dann müssen wir doch jetzt so schnell wie möglich den Ausstoß reduzieren, damit wir von dem Budget, das ja nicht größer wird, dann noch möglichst lange knabbern können. Ja? Und insofern ist das sozusagen, glaube ich, die Message, jetzt massiv reduzieren, damit von dem Budget, was über ist, noch möglichst lange was überbleibt. Genau, warum habe ich 1,75 Grad jetzt in den Chat geworfen sozusagen? Ihr sagt es völlig zu Recht, weil, ich gucke gerade mal, ich meine, ich habe dazu eine Berechnung auch vom SRU gehabt, aber ich glaube, ich finde es jetzt, nee, ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Also 1,5 Grad Ziel ist sozusagen die Maßgabe. Genau. Gar keine Frage. Ich wollte nur sagen, wenn man sozusagen in ein Viertelgrad weiterdenkt, mit all seinen Folgen, gar keine Frage, hat man mehr. Ich habe das Beispiel jetzt nur gemacht, um dieses CO2-Budget und die Wichtigkeit jetzt dramatisch zu reduzieren, zu verdeutlichen. Ich hab nicht gesagt, nur um das nicht, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich habe nicht gesagt, dass irgendjemand 1,75 schöner findet. So. Absolut, 1,5 Grad, gar keine Frage. So, weiter. Aber danke, dass ihr im Chat dann immer so direkt darauf reagiert, denn das gibt mir die Möglichkeit, das dann nochmal zu präzisieren. Und ja, ist für mich, wenn ich das live gucke, natürlich auch eine gewisse Herausforderung und es gelingt mir dann nicht immer, sozusagen das genau so zu formulieren, wie ich es formuliert hätte, wenn das jetzt nicht so eine Live-Situation ist, wo über 3000 Leute, what? Vielen Dank dafür, wo über 3000 Leute quasi zugucken. Das Ziel ist klar. Wir haben nicht mehr so viele Jahre, um mit dem CO2 ziemlich aufzuhören, also klimaneutral zu werden. Aber wie können wir das denn schaffen? Um es simpel auszudrücken, wir müssen halt fix aufhören, Kohle, Benzin und so ein Shit zu verbrennen. Obviously. Das bedeutet aber, dass wir unsere Energie, also für Strom oder Heizen oder so, irgendwie anders herstellen müssen. Ja, erneuerbar. Und es ist eigentlich unumstritten, dass dafür vor allem mehr Solar- und Windkraft hier in Deutschland nötig ist. Also viel mehr. Das sagen wissenschaftliche Institute, das sagen Bundesämter. Das ist absolut klar. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht die Regierung? Das gucken wir uns jetzt im letzten Part an. Die Noch-Regierung, ja? 26. September wird ja neu gewählt. Also, manche Politiker nehmen die Klimakrise ernster als andere. Das sieht man allein in Abstimmungen. Als die EU mit großer Mehrheit den Klimanotstand beschlossen hatte, stimmten die CDU, FDP und AfD vergeblich dagegen. Auch als die EU im letzten Jahr Ich habe mich gemutet, sorry. ich wollte gerade noch mal, ich hatte hier gerade gesehen, das Sternchen, SPD stimmte Monate vorher auch noch dagegen. Ich selber habe im Europäischen Parlament mit dafür gestimmt, die Klimakrise auszurufen. Also insofern, das möchte ich noch mal ganz deutlich unterstreichen. Das war mir ehrlich gesagt auch, und zum Beispiel meiner Kollegin Delara Burkhardt,
enorm wichtig, die Klimakrise sozusagen mit auszurufen. Ach so, für die Leute, die mich noch nicht kennen und die trotzdem zugucken, ja, ich bin Europaabgeordneter für die SPD. Und ich glaube, aber Rezo hat doch gerade über die Abstimmung im Europäischen Parlament gesprochen, oder? Habe ich das jetzt falsch mitbekommen? Ich war gerade so, G2. Ja, Martin Sonneborn. Ich weiß nicht, warum er immer die Tweets von Martin Sonneborn nimmt. Da kann er doch einfach auch die Originaldokumente nehmen. So. Genau. Menschen, die nicht da waren. Birgit Zippel, Alexandra Gese, Romeo Franz. Da war Nico Semsrott noch. In der Partei ist er ja nicht mehr. Also insofern, das ist die Abstimmung. Und das war mir nochmal wichtig, das nochmal klarzustellen. So. DP und AfD. So, jetzt muss ich mir eben... G3 ist angeblich die Quelle, wo wir dagegen gestimmt haben. Ach, Bundestag. Okay. Das ist halt schwierig. G3 ist hier die Quelle Bundestag. Es ist halt schwierig, EU und Bundestag sozusagen zu vergleichen. Warum? Ihr müsst mir da nicht folgen an der Stelle, aber ich möchte es deutlich sagen. Im Bundestag haben wir eine Bundesregierung, die von der Mehrheit getragen wird. Und es ist Teil jedes Koalitionsvertrages, das nicht mit... Nein, SPD ist nicht SPD. Dass nicht mit der Opposition gestimmt wird. Wenn Rot-Grün hoffentlich am 26. September die Mehrheit haben, dann wird es auch im Koalitionsvertrag stehen. Und wenn dann irgendwie mal die Union etwas beantragen sollte, wovon Menschen glauben, das macht mehr Sinn als Rot-Grün, ich kann mir nichts vorstellen, wo das so sein wäre, dann würde da auch gegengestimmt werden. Das ist Teil der parlamentarischen Demokratie, so wie das Grundgesetz sie vorsieht mit Regierung und Opposition. Im Europäischen Parlament ist das anders. Wir haben dort keine Regierung und keine Opposition. Und wir arbeiten mit wechselnden Mehrheiten zu den verschiedenen Themen. Und das gibt uns viel mehr Flexibilität. Und ich finde das wichtig an der Stelle, das nochmal zu unterstreichen. Ich sehe einige von euch, die jetzt am liebsten mit Mistforken loslaufen würden. Und insofern... Ich kann jetzt nicht alle Chatbeiträge gleichzeitig lesen. Es tut mir leid. Das ist jetzt zu viel. Wenn ihr nicht alle gleichzeitig schreibt, kann ich vielleicht auf manche eingehen. Und insofern. Genau. Jedenfalls haben wir auf europäischer Ebene. Die Klimakrise beschlossen, und ich glaube, der wichtige Punkt hier ist an der Stelle, dass wir den Klimanotstand ausgerufen haben und dass auf europäischer Ebene sozusagen von deutscher Seite diese Parteien dagegen gestimmt haben. Die vergeblich dagegen. Auch als die EU im letzten Jahr mit großer Mehrheit beschlossen hatte, mehr gegen die Klimakrise zu tun. Das war das Climate Law. CDU. Das Climate Law, das Europäische Parlament hat eine Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um mindestens 60% gefordert. Am Ende konnten wir uns damit nicht durchsetzen, weil wir... Danke Ente fürs Moderieren hier und Eingreifen. Und hallo Ente. So, wo war ich jetzt gerade? Genau, am Ende konnten wir uns damit nicht durchsetzen, weil die Mitgliedstaaten fanden, wir brauchen nur 55% zu reduzieren. Das ist zu wenig, um Paris-kompatibel zu sein als Europäische Union. Und deswegen ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir beschlossen haben, eine Reduktion bis 2030 um mindestens minus 55%.
also mindestens 55% Treibhausgase zu reduzieren und wir jetzt in der Umsetzung hoffentlich dafür sorgen können, dass es ambitionierter und damit Paris-Abkommen kompatibel wird. U, AfD und FDP vergeblich dagegen. Ihr seht, da gibt es so ein bisschen Grüppchenbildung und das zeigen auch Auswertungen, die sich angeguckt haben, wie oft PolitikerInnen aus den verschiedenen Parteien für bzw. gegen Klimaschutz gestimmt haben. Ja, aber nur weil die CDU nicht so geil abstimmen, heißt es doch nicht, dass die nichts auf die Kette kriegen. Ich habe gehört, dass die ein Klimapaket auch beschlossen hatten, haben. Die packen das jetzt an, sagen die. Ja, cool, danke für den Einwurf. Gucken wir uns mal gerne an. Walla Krise. Walla Krise. Okay, jetzt sind wir wieder auf Bundesebene. Also, die CDU und die SPD haben gemeinsam ein Klimaschutzgesetz gemacht oder Klimapaket. Aber praktisch alle WissenschaftlerInnen sagten dazu, dass das, was da drin steht, nicht reicht. Also nicht so, es ist ein Ticken zu wenig, sondern es ist unfassbar zu wenig. Auch verschiedene Gutachten, die die Bundesregierung selbst in Auftrag gegeben hat, kamen zu dem Ergebnis, dass das nicht reicht. Mhm. Übrigens nur zur Einordnung, Olaf Scholz, also der Kanzlerkandidat der SPD, stand nicht nur hinter diesem Gesetz. Genau das, was von der Wissenschaft als wirkungslos zu wenig bezeichnet wurde, hätte er am liebsten noch abgeschwächt. So, also wir reden als jetzt wirkungslos zu wenig bezeichnet wurde. Wir reden jetzt über das Klimagesetz von 2000, also das erste Klimagesetz, das wir der Union wirklich nicht 2019. Ich habe es ja nicht zu Ende gesprochen. Das erste Klimagesetz, bevor es das Bundesverfassungsgerichtsurteil gab, das wirklich schlecht war. Zu wenig war. So. Und er hat, jetzt ist da nochmal der wichtige Punkt, dass wir uns jetzt die Quellen anschauen. Quelle G34 und G35. Okay, Rezo sagt dazu noch was. Ich würde sagen, ich will jetzt aber, weil Olaf Scholz sozusagen dran war, und weil ich auch auf Twitter ja gesehen habe, dass einige mir schon gesagt haben, spoilermäßig, dass die SPD auch drin vorkommt, mir einmal die beiden Quellen mit euch zusammen anschauen. Und das Bundesverfassungsgericht kommt auch noch. Wir können auch erst, okay, sollen wir erst den Teil zu Ende gucken und uns dann die beiden Quellen anschauen? Dann haben wir es an einem Stück. Dann würde ich sagen, ich lasse ihn erstmal weiter. Und dann G34 und G35. Hätte er am liebsten noch abgeschwächt. Okay, also SPD und CDU haben dieses Klimaschutzgesetz gemacht und Expertinnen haben gesagt, das ist wirkungslos, Politikversagen, bla bla bla. Wenn die Expertinnen das sagen, verändert man das dann? Nö. Aber weißt du, wann man das... Das LeFloid-Interview war natürlich schon sehr viel früher. ...Gesetz ändert? Wenn man vom Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen wird. Denn genau das ist passiert. Das fucking Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dieses Klimagesetz von CDU und SPD so mangelhaft ist, dass es nicht mit unserer Verfassung vereinbar ist. Wow, ganz großes Kino. Das sind die Profis. Deshalb waren CDU und SPD halt dazu gezwungen, dass sie dieses Gesetz... So, eine Anmerkung von mir. Es ist nicht nur... glaube ich, gewesen, dass das jetzt angepasst wurde aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils, sondern auch, also Bundesverfassungsgericht hat hundertprozentig einen großen Anteil gehabt. Aber ich habe gerade gesagt, die Europäische Union hat ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen. Bis 2050 klimaneutral, bis 2030 mindestens 55% zu wenig. Wir sind uns hier in dem Chat einig, dass wir mehr Ambitionen an der Stelle brauchen. Das Problem ist, nein, nicht das Problem, aber deswegen, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass die EU-Ziele ja dann auch auf Bundesebene durchgesetzt werden müssen. Und deswegen glaube ich, dass es nicht nur das Bundesverfassungsgerichtsurteil war, das sozusagen zur Nachsteuerung geführt hat, sondern dann auch das Climate Law, das dann sozusagen beschlossen wurde und das eh mehr Ambitionen vorgibt. Beides. Ich möchte jetzt nicht
die Ziele bewerten an der Stelle. Ich will nur sagen, die Nachbesserung, ja, bundesverfassungsgerecht, aber ich glaube, dass es auch geholfen hat, dass wir auf europäischer Ebene dann schon das neue Klimagesetz bekommen haben. Nochmal anpassen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Bundesregierung hat das Ziel 1,5 Grad, haben die unterschrieben. Und sogar deren eigener Sachverständigenrat sagt, dass wir dafür in so 11 Jahren klimaneutral sein müssten. Und was schreiben CDU und SPD in das neue Klimaschutzgesetz? Lass mal in einem Vierteljahrhundert klimaneutral sein. Ja, ey, come on, wofür habt... Ja, das ist genau der Punkt, ne? Das ist 5 Jahre früher und vor allen Dingen ist auch aufgenommen worden, dass man das jetzt regelmäßig kontrolliert, die einzelnen Ministerinnen und Minister in den Ressorts dafür auch verantwortlich sind und immer noch nicht ausreichend an der Stelle. Und die nächste Bundesregierung, muss an der Stelle nochmal nachbessern. Und ich glaube, wir alle waren überrascht, dass die CDU das Ding überhaupt mitgegangen ist. Ja, also, okay, let's go. Habt ihr denn so einen Sachverständigenrat, wenn ihr sowieso irgendwelche Jahreszahlen würfelt und macht, was ihr wollt? Was erhofft ihr euch davon? Dass sich die Naturgesetze verändern und nach eurem Zeitplan richten? Ey, Junge, grow the fuck up. Ja, hier geht's halt um was. Nicht. Aber SPD und CDU fallen nicht nur darin auf, dass sie im Fortschritt und den eigenen Zielen scheitern, sie verhindern Fortschritt sogar aktiv. Darum geht es jetzt. Feuer. So, an der Stelle jetzt nochmal Punkt. Jetzt schauen wir uns nochmal eben die Quellen an. Quellen G34 und 35 Redaktionsnetzwerk. Ach scheiße, ich bin im falschen Fenster. Nee, bin ich nicht. Passt. So, ihr seht es. Ich zoome mal ein bisschen rein. So, Scholz. Bundesfinanzminister Olaf Scholz setzt nämlich seinen Vorbehalten gegen einen höheren CO2-Preis nicht durch. Die neuen Parteichefs Saskia Esken sitzen gar nicht erst am Verhandlungstisch. Ein Gesetzentwurf aus dem Ministerium des Zuständigen liegt noch nicht vor. Was ist das hier? Okay, das steht nur, setzt sich nicht durch. Das ist nicht wirklich hilfreich. Vielleicht steht beim Tagesspiegel ein bisschen mehr Input. Das wäre super. Scholz. Am Ende lenkten die Sozialdemokraten ein. Allerdings blieb Scholz, dem Vernehmen nach hatte die SPD-Seite sich, wie auch die CSU, zunächst eher sperrig gezeigt. Wie schon im Umfeld der Bundesratssitzung Ende November, als auf Vermittlungsausschuss zulief, zeigten sich andererseits stärkere Übereinstimmungen zwischen CDU-Ministerpräsidenten und den Grünen. Auch Weil, Stefan Weil ist SPD-Ministerpräsident, gehörte zu denen, die einen höheren CO2-Preis gefordert hatten. Das passt jetzt nicht so ganz zusammen, wenn man sagt, mehr Übereinstimmung zwischen CDU und Grünen Ministerpräsidenten und als nächstes kommt dann SPD-Ministerpräsident. Naja, am Ende lenkten die Sozialdemokraten ein, allerdings blieb Schulz bei dem Versuch hart, die Entlastung der Bürger nicht über erneuerbare Energie zu machen, sondern über die Senkung der Stromsteuer. Das gilt als einfache Lösung. Ich glaube, dass wir müssen uns wirklich nochmal überlegen, wie sinnvoll ist es, ein Emissionshandelssystem, also wir haben zwei Emissionshandelssysteme, hier wird es jetzt schwierig. Wir haben ein EU-Emissionshandelssystem. Das EU-Emissionshandelssystem gilt für Emissionen, die bei der Stromerzeugung entstehen, also Verbrennung von Kohle, von Gas, von Erdöl. Und dann haben wir und die Industrieanlagen abdecken. Ja? Zementherstellung, Chemieherstellung und so weiter und so fort. Wir haben dort ein gewisses Budget an Zertifikaten. Jedes Jahr werden 2,2% der Emissionszertifikate gelöscht. Das heißt, wir haben ein
sinkenden Pfad linear Reduktionsfaktor heißt der, an verfügbaren Zertifikaten. Jedes Unternehmen, das CO2 ausstößt und Strom erzeugt oder Industrieanlage ist, ab einer bestimmten Größe, 2,2 Prozentpunkte, ist natürlich richtig, jedes Unternehmen muss für die Menge an Treibhausgasen, die sie ausstoßen, Zertifikate haben. Wenn sie weniger CO2-Zertifikate haben als CO2, das sie ausstoßen, müssen sie eine Strafe zahlen. So, und deswegen versuchen sie, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und sie werden jedes Jahr, müssen sie ein bisschen mehr machen, weil die verfügbare Zertifikatmenge wird ja weniger. In der Industrie funktioniert dieses System sehr, sehr gut. Denn Industrie- und Stromerzeuger sind unfassbar preissensibel. Also wenn sich der Preis nur ein bisschen dreht, müssen sie halt gegenüber ihren Aktionären, da waren wir heute schon mal, nachweisen, dass sie Kosten reduzieren. Zum Beispiel weniger CO2 ausstoßen. Oder weniger streamen. Ja? Oder aber erneuerbare Energien einsetzen. Der Punkt ist, also das, der Takeaway ist sozusagen, Preissensibilität ist sehr hoch. Der CO2-Preis in diesem Handelssystem war lange viel zu niedrig. Wir haben als Sozialdemokraten zusammen mit den Grünen da massiv entgegengesteuert. Die EVP hat sich, die konservativen CDU, CSU haben sich da wirklich super lange gegen geweigert. Wir haben Zertifikate rausgenommen. Wir haben die Freizuteilung angepasst. Wir haben diesen Reduktionspfad gemacht, sodass der CO2-Preis nach diesen Nachbesserungen gestiegen ist. Und deswegen wird auch die, und das hatte ich vorhin ja schon mal angekündigt, ich werde darüber nochmal sprechen, deswegen wird auch der Kohleausstieg früher als 2038 passieren. Denn die Kohleverstromung lohnt sich ab 60 bis 65 Euro nicht mehr. Dann ist Kohlestrom im Vergleich zu erneuerbaren und anderen viel, viel teurer. Wir können jetzt mal eben Emissionshandelszertifikatpreis. So, eben kurz gucken. Nicht CO2. Wo haben wir denn? Emissionshandels. Ich weiß jetzt nicht, wo wir das am besten gucken können. Bei Börse Online. Na, macht jetzt auch wenig Sinn. Preis C2. Und zwar nicht den deutschen, das ist wichtig, da komme ich gleich zu, sondern EU. Ich mache hier nochmal EU. Und nehmen wir den mal hier. Das Euractiv ist eigentlich immer gut. Stehen hier irgendwelche Preise? Der dürfte irgendwie so um und bei 25 bis 30 Euro liegen, sagen wir mal so. Okay, finde ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht. So, ab 60 bis 65 Euro ist dann halt Erdgas oder Kohleverstromung lohnt sich nicht mehr. Und durch diesen Reduktionspfad wird der Preis weiter ansteigen. Und Olaf Scholz hat auch schon zum Beispiel gesagt, 2034 ist auch möglich. Ja, aber der Punkt ist, es geht gar nicht darum, was sozusagen im Kohleausstieg beschlossen wurde, sondern es geht dann darum, ob sich es für die Unternehmen noch lohnt. Und kein Unternehmen wird weiter Kohle verstromen, wenn es damit miese macht. Und deswegen ist das Emissionshandelssystem an der Stelle so wichtig, und deswegen haben wir auf europäischer Ebene dafür gesorgt, dass er besser funktioniert. Und gerade jetzt steht übrigens die Überarbeitung des Emissionshandelssystems wieder an. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. So, das ist Emissionshandelssystem 1. Jetzt haben wir auf deutscher Ebene ein zweites Emissionshandelssystem gesprochen. Dieses zweite Emissionshandelssystem. Achso, ich möchte euch nochmal hinweisen, und den Punkt, den ich gerade gemacht habe mit der Kohleverstromung, den gibt es auch sehr, sehr schön in einem Podcast.
dem SWR-Podcast. Gebt mir mal eine Sekunde. Ich gucke mal eben, ob ich den rausfinde. Vielleicht können wir uns das... Ja, wir können uns jetzt nicht den ganzen Podcast anhören. Nochmal. AD Audiothek. Sender. SWR. Und dann ist das SWR aktuell gewesen. Genau, und dann, genau, der Klimazentrale, der Talk zu Klima und Umwelt. Und in der aktuellen Folge zur Bundestagswahl haben sie gesprochen mit Dr. Niklas Höhne. Und der ist Mitbegründer des New Climate Institutes. Und der hat diesen Preis von 60 bis 65 Euro auch noch gesagt und sagt auch, Anfang der 30er spätestens ist das erledigt. Und nein, das sind keine Ausreden. Das ist schlicht und einfach keine Ausrede. Es ist an der Stelle Marktwirtschaft. Das ist Emissionshandelssystem 1. Jetzt Emissionshandelssystem 2. Das ist die Verteuerung von Sprit, für die Scholz hier gerade an der Stelle kritisiert wird. Oh, das war G34. Bei Benzinpreisen, finde ich, kann man als Sozialdemokrat schon mal die Frage stellen, kann denn jeder Bürger, jede Bürgerin dem höheren Preis genauso ausweichen, wie die Industrie das tut? Und das ist nicht so. Ein günstiges Auto kann sich im Zweifel im Moment, also ein E-Auto zum Beispiel, kann sich noch nicht wirklich jeder leisten. Sie werden günstiger, es gibt hohe Subventionen des Staates, es wird immer schwieriger. Es wird immer leichter, aber noch ist es nicht ganz so. Wenn ich allerdings kein ÖPNV habe und aufs Auto angewiesen bin, dann muss ich den CO2-Preis für den Sprit zahlen. Und wenn das durch den Emissionshandelssystem um 6 oder 10 Cent teurer wird, dann muss ich in den sauren Apfel beißen. Und deswegen ist da, sind die Bürgerinnen und Bürger, gerade wenn es ums Autofahren geht, preisflexibler. Sie ärgern sich zwar, zu Recht, aber verzichten nicht drauf, weil sie müssen. Und das sehen wir ja auch an den Benzinpreisen, wenn die mal so schwanken, 10, 15 Cent, und die meisten fahren trotzdem noch das Auto. Deswegen muss ich an der Stelle sagen, dass man schon als Sozialdemokrat sagen kann, muss es in diesem Bereich wirklich der Markt sein? Denn anderes Beispiel, wenn der Großteil von uns hier, ich selber auch, wird zur Miete wohnen. Welche Heizung mir meine Vermieterin in den Keller stellt, habe ich keinen Einfluss drauf. Es kann eine super effiziente Heizung sein, es kann aber auch einfach immer noch eine alte Ölheizung sein. Ich fahre privat E-Auto, ja. Wenn ich also mich keinen Einfluss auf die Heizung habe, dann habe ich auch keinen Einfluss darauf, ob ich im Winter mehr oder weniger Öl oder Gas verbrenne, außer ich sage halt, ich will frieren. Also bin ich als Mieterin als Mieter diesen Preisen ausgeliefert. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Diskussion, dass wir als Sozialdemokraten gefordert haben, Mieterinnen und Mieter sollen sich zur Hälfte an den Mehrkosten, die durch den CO2-Preis entstehen, beteiligen. Wer es verhindert? Genau. Die Union. Und ich finde, dass der Blick an der Stelle auf diejenigen, die dem Preis ausgeliefert sind, ohne darauf reagieren zu können, richtig ist. Und das ist, deswegen habe ich, finde ich, muss man diesen Punkt sehr, sehr deutlich machen, finde ich. Und ich stelle deswegen, auf europäischer Ebene gibt es jetzt auch die Überlegung, neben dem Emissionshandelssystem neben dem Emissionshandelssystem für Strom und Industrie auch ein Emissionshandelssystem zu machen für Verkehr und Heizung. Und das finde ich nicht richtig. So, jetzt kommt ihr mit einem richtigen Punkt. Die Gelder, die im Emissionshandelssystem eingenommen werden, kann man ja auch an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Über eine Klimaprämie zum Beispiel, über
die Stromsteuer über die erneuerbare Energienumlage. Ja, das funktioniert. Aber ich glaube, dass so wie der Weg da jetzt gewählt wurde, das an der Stelle nicht der richtige Weg ist. Aber eine Klimaprämie war da nicht zu machen. Und deswegen finde ich es richtig zu sagen, dass das die Nachbesserung des Klimagesetzes ein richtiger Schritt war. Das immer noch nicht der gesamte Weg ist, der zu gehen ist. Und dass deswegen die Bundestagswahl am 26. September an der Stelle auch so enorm wichtig ist, weil wir dann mit einer neuen Regierung, grün-rot, rot-grün, rot-rot-grün, tatsächlich es hinbekommen werden, Klimaschutz endlich zu machen und dafür zu sorgen, dass es auch sozial gerecht ist und dass am Ende des Tages nicht dann eine Partei immer sagt, aber die Vermieter, ja, bei einer Ampel, die theoretisch ja auch möglich ist, sehe ich das schon wieder schwieriger an, muss ich sagen. Und ja, das ist der Punkt, den ich dazu sagen muss. Und ich kann verstehen, dass sozusagen ein Finanzminister gesagt hat, mit Blick auf die Mietpreise, mit Blick auf den Verkehr, mit Blick auf die Unflexibilität des Koalitionspartners, nicht zu einem richtigen Systemwechsel kommen zu wollen, dass er an der Stelle gesagt hat, langsam, am Ende haben wir es jetzt gemacht. Das war der Kompromiss, der gefunden wurde. Reicht immer noch nicht aus. Deswegen wird die nächste Bundesregierung den Punkt wieder aufmachen müssen und an der Stelle nachbessern müssen. Und das wird tatsächlich passieren. Gar keine Frage. Und insofern möchte ich jetzt deswegen an der Stelle, ich kann den Punkt verstehen, aber jetzt nur Olaf Scholz sozusagen zu sagen, naja, er wollte das Instrument noch weniger wirksam haben, das stimmt nicht. Ich finde, an der Stelle ging es um den sozialen Ausgleich und um die Frage, wie sozusagen Bürgerinnen und Bürger dann andererseits entlastet werden. Und das war mit dem Koalitionspartner an der Stelle nicht zu machen. Ja, das ist mein Take. Ich bin fest davon überzeugt, dass es mit einer nächsten Bundesregierung, an der die CDU und auch die CSU nicht beteiligt ist, deutlich besser wird an der Stelle. Und jetzt habe ich fast länger geredet als Rezo. Sorry dafür. Luft. In den letzten 10 Jahren wurden so 100.000 Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien abgebaut. Das ist ja schon mal keine geile Tendenz, weil wir das ja eigentlich extrem ausbauen müssten. Also nur kurz zur Übersicht. Das hier ist der Energieverbrauch in Deutschland. Und diese bunten Dinger hier unten, das ist der Anteil, den wir aus den erneuerbaren Energien bekommen. Wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen, also bis 2032 klimaneutral sein wollen, dann müsste es sich in nächster Zeit so entwickeln. Selbst wenn wir nicht sagen 2032, sondern 2040, wir schieben es einfach nochmal derbe nach hinten. Selbst dann müsste die Entwicklung so sein. Okay, um klarzumachen, wie sehr wir auch an diesem Ziel gerade scheitern, selbst für 2040 klimaneutral, müssten wir jedes Jahr so viel Solar bauen. Und wisst ihr, wie viel wir zurzeit bauen? So viel. Das ist wie... So. Ich kann verstehen, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das hat die GroKo beschlossen. Ich möchte daran erinnern, dass nach der Bundestagswahl die FDP, die Grünen und die CDU, CSU lange verhandelt haben, die Grünen und die Union bereit waren zu regieren, die FDP aber nicht. Dann war die Frage, gibt es Neuwahlen oder gibt es keine Neuwahlen, versucht man vielleicht auch eine Minderheitsregierung. Eine Minderheitsregierung fand ich damals auch sehr attraktiv, wäre vielleicht bei dem ersten Haushalt schon auseinandergeflogen. Dann hätten wir dann neu gewählt. In dieser Situation ist die SPD nochmal in die GroKo gegangen. Und es sah für uns sehr lange sehr scheiße aus. Irgendwas um die 20% bei der letzten Bundestagswahl. Zwischendurch lagen wir bei 13% in den Umfragen. Wir haben also ordentlich auf den Sack gekriegt. Niemand in der SPD ist tatsächlich bewusst in die GroKo gegangen. Dass der Ist-Ausbau, der Solarausbau ist bei gerade mal 5 Gigawatt liegt,
liegt wirklich einzig und allein, und das muss ich an der Stelle deutlich sagen, an Peter Altmaier. Es gibt Berichte, Zeitungsrecherchen, wo wirklich sehr deutlich gesagt wird, dass es eine Mitarbeiterin auch im eine Abteilungsleiterin, meine ich, im BMWi gibt, die wirklich aktiv versucht, erneuerbare Energien auszubremsen. Und das kann einfach nicht sein. Und deswegen fordere ich auf europäischer Ebene, das sind die Vorgaben, die dann auch von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, dass wir mindestens 2% der Landfläche für Solar zur Verfügung stellen, dass mindestens auf alle gewerblichen und öffentlichen Gebäuden Solaranlagen kommen und dass der Ausbau massiv vorangeschritten wird, vorangetrieben wird. Es ist so, dass in sonnenreichen Ländern tatsächlich jetzt schon Strom aus Solarenergie super günstig ist. Und deswegen müssen wir den Ausbau absolut vorantreiben. Ich will euch nochmal eben eine Website empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Ja, das ist Electricity Map, meine ich. Genau, Electricity Map ist eine richtig, richtig gute Seite. Da sieht man, in welchen Ländern gerade welcher Strom hergestellt wird und wie er auch im europäischen Netz sozusagen verteilt wird. Also, und wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, dann sehen wir, dass jetzt gerade 13,56%, ich zoome mal eben ein bisschen ran. Okay, das könnt ihr jetzt nicht mehr sehen. Ne? Könnt ihr das? Ihr seht nicht, was... okay, ihr seht die Maus nicht. 13,56% kommen gerade aus Kernenergie, 8,56% aus Biomasse, sehr viel aus Kohle, wenig Wind gerade, weil wir nur 6% aus Wind sozusagen, weil gerade wenig Wind weht. Und das sind nur 5,33% der komplett installierten Leistung. Aber, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, 40%, jetzt, ich mache hier mal kurz meinen Vorhang auf, da seht ihr das Licht vielleicht so ein bisschen, 40% kommen gerade jetzt aus Solarenergie. So, und das zeigt auch in Deutschland das riesige Potenzial. Wir pumpen gerade auch Strom, und das sehen wir hier in den Pumpspeichern, wir pumpen gerade 7% des Stroms in Deutschland in die Pumpspeicher. Die werden wir dann nachts wieder ablassen. Und an der Stelle kommt auch nochmal der große Punkt Wasserstoff. Wasserstoff ist hier gar nicht drin, aber wenn wir mehr erneuerbare Energien zubauen, dann müssen wir die auch irgendwo speichern. Das werden wir in Wasserstoff machen, idealerweise, um den dann bei einer sogenannten Dunkelflaute, also wenn weder Wind weht, noch Sonne scheint, dann daraus wieder Strom machen zu können. So, schaut euch gerne nochmal, also Electricity Map, schaut euch es gerne an. Was ich schwierig finde, ist, dass Frankreich macht halt fast alles aus Atomenergie und also jetzt gerade 77% und wird als grün dargestellt, weil sie wenig Emissionen haben. Das finde ich wirklich schwierig. Spannend finde ich nochmal einen Blick auf Portugal und Spanien. In Portugal, was die Portugiesen jetzt gerade machen, die haben gerade super viel Wind und erstaunlicherweise nur 11,29% gerade aus Solarenergie. Also gerade in Portugal ist noch ein wahnsinniger Bedarf sozusagen oder Potenzial für den Ausbau von Solarenergie. Und die speichern gerade massiv in Pumpspeicher und importieren sehr viel Strom aus Spanien gerade. Ja, und die Spanier stellen gerade 35% ihrer Energie aus Solarenergie her. Also zeigt nochmal das wahnsinnige Potenzial und das ist der Schlüssel zur Energiewende. Das wird uns nur gelingen, wenn wir die Erneuerbaren, wenn wir die Erneuerbaren ausbauen. So, ich habe gerade im Chat gesehen, das war die Bitte, einmal auf Schweden zu gucken. Dann schauen wir einmal in unsere skandinavischen Länder. So, die Schweden machen gerade
auch 30% aus AKW, machen aber gerade 52% auch aus Wasserkraft. Ja. Die Norweger, Zentralnorwegen, hallo, so, macht gerade ganz viel Wasserkraft, Nordnorwegen auch und Westnorwegen auch, genau, Südwestnorwegen auch, bisschen Windenergie, ja, also das war nochmal der Blick. Also, ich schweife ab, Electricity Map immer gerne anschauen, da sieht man dann auch wirklich, wie sich das zusammensetzt. Finde ich, gibt immer einen sehr guten Überblick. Weniger als das. Für Wind gilt das Gleiche. Selbst wenn wir erst 2040 klimaneutral sein wollten, dann müssten wir jedes Jahr so viel Windkraft bauen. Und wir bauen aktuell so viel. Ja. Das ist noch weniger als bei Solar. Windkraft, genau das gleiche Thema wie bei Solar. Es wurde beschlossen, den Ausbau zu deckeln, damit die erneuerbare Energienumlage nicht weiter steigt. Es wurde aber vergessen, tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir anders dann sozusagen erneuerbare Energien bekommen. Und ganz, ganz großer Fehler des Bundeswirtschaftsministeriums. Aber sag mal, warum war denn der Ausbau von Windenergie 3 Jahre vorher so hoch? Das ist ja mehr als 3-mal so viel. Das ist ja super runtergegangen. Ja, vergessen war natürlich ein falsches Wort. Also bewusst verschleppt und der Ausbau massiv. Das ist dieser Deckel. Der Deckel, wenn vom Solardeckel, vom Windenergiedeckel gesprochen wird, dass man 2017 Ausbau hatte, dann hat man sich im BMWi gedacht, oh, das ist aber zu teuer. Wir deckeln den Ausbau. Dieser Deckel wurde jetzt wieder etwas angehoben, aber immer noch nicht genug. So hoch? Das ist ja mehr als 3-mal so viel. Das ist ja super runtergegangen. Könnte das daran liegen, dass die CDU, auch gemeinsam mit der SPD, verschiedene Drosselungen für Windräder beschlossen hat? Also Große Koalition einigt sich auf Mindestabstände für Windkrafträder. Da muss man mal, also Altmaier bremst Meereswindkraft. Große Koalition Mindestabstände für Windräder. War es insbesondere die CSU, die das blockiert hat. Das ist mit dem Bundesrat auch beschlossen worden. Es gibt auch ein grün regiertes Bundesland, Bavü, das weite also Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung hat. Da jetzt nur sozusagen so zu tun, als sei es die Große Koalition alleine gewesen, halte ich für ein großes Problem. Es ist einfach so, dass Windenergie immer noch als Problem gesehen wird und nicht als Teil der Lösung in weiten Bereichen der Politik. Und insofern müssen wir da alle Parteien in den Bundesländern, im Bund zusammenarbeiten und wir müssen uns in die Hand versprechen. Leute, wenn wir das mit der Bekämpfung der Klimakrise schaffen wollen, dann braucht es eine Energiewende. Und da müssen wir alle erneuerbare Energien, die wir kriegen können, sowohl Wind als auch Solar müssen wir tatsächlich nutzen. Und es kann nicht sein, dass wir uns dann im bürokratischen Klein-Klein verirren, heißt das. Nein, Braunkohleabbau neben dem Dorf ist absolut nicht in Ordnung. Falls das die Frage war. Wirken, gefühlt übergehst du kritische Chatnachrichten bezüglich deiner Partei. Ich übergehe wahrscheinlich viele Chatnachrichten, weil das gerade super viel ist und ich wirklich nicht alles mitbekomme. Ja, die SPD ist auch in Regierungsverantwortung, gar keine Frage. Regierung, gerade Große Koalitionen sind ein Arsch voll schlechter Kompromisse häufig. Und deswegen ist ja auch absolutes erklärtes Ziel meiner Partei, dass wir keine große Koalition mehr wollen. Keine Regierung oder noch weiter, keine Regierung mehr mit der CDU, CSU, sondern nur noch mit Parteien, die wirklich jetzt in die Zukunft schauen. Und ich bin mir sehr sicher, dass es mit einer anderen Regierung anders sein wird. Ich war nicht für die GroKo, nein, ich habe gegen die große Koalition gestimmt. Und zwar 2-mal, bei der aktuellen und bei der davor. Und zwar aus absoluter Überzeugung.
Eine GroKo aus Grün und Rot oder Rot und Grün würde mir auch gefallen. Ja, und mehr, im Moment sieht es ja auch danach aus. Die FDP bekennt sich immerhin zum 1,5-Grad-Ziel. Die FDP macht in ihrem Wahlprogramm viel, eigentlich alles über den Markt, also nur über das Emissionshandelssystem, das halte ich nicht für ausreichend. Ja. Also ich hoffe immer noch, dass es eine Regierung geben wird, die nur aus zwei Parteien besteht. Und insofern, ja, das Bürgerenergiegeld hat die FDP auch, ähnlich wie die Grünen das haben. Genau. Ja, AfD wäre ein Fehler, das stimmt. Ruhig. Ja. Gut. Also ich versuche auch auf kritische Kommentare einzugehen. Sorry, falls ihr zum Teil das Gefühl hattet, die würde ich überlesen. Ich sprach gerade von der FDP. Ja, in der SPD gibt es einige Leute, die sagen, ein Bürgerenergiegeld reicht nicht. Man muss insbesondere auch bei den Herstellern ansetzen, zum Beispiel Effizienzstandards für Autos festlegen. Man muss vielleicht gewisse in der Heizung zum Beispiel verbieten. Das ist so, ja. Gut. Hat? Wow, strong guys. Ihr habt es geschafft, eine Situation, die schon nicht gut war, noch um Vielfaches schlimmer zu machen. Ist ja auch so auf seine Art eine Kunst. Das gilt übrigens auch für Armin Laschet. Seitdem der in Nordrhein-Westfalen regiert, ist der Windausbau von hier nach da gedroppt. Und deshalb ist Nordrhein-Westfalen ja eines der Länder, das am meisten tut, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Okay. Da ist ja wieder Franz. Laber einfach nicht. Laschet hat Anfang diesen Jahres noch vor zu vielen Maßnahmen beim Klimaschutz gewarnt. Unter ihm wurde die Energieagentur NRW gekillt und die Stabsstelle für Umweltkriminalität zerschlagen. Was so? Übrigens, beides rot-grüne Projekte, wenn ich das richtig sehe, die ja vorher regiert haben in NRW. Und es zeigt, dass da zwei Parteien eigentlich den Ernst der Lage ganz gut erkennen und wir hoffentlich am 26. September Wahlergebnisse haben, die uns ermöglichen, danach in dieser Konstellation weiterzuarbeiten. Just saying. Auffällig war, dass es dafür gerade einen Untersuchungsausschuss gibt. In NRW ist sogar letztes Jahr noch ein neues Kohlekraftwerk an den Start gegangen, obwohl es rechtswidrig war, das überhaupt zu bauen. Das hatte ein Oberverwaltungsgericht neulich noch mal klar entschieden. Auch Laschets Versprechen über den abgemachten Kohleausstieg werden nicht eingehalten. Armin Laschet meint, wir sind Vorreiter beim Klimaschutz. Wer? Nope. NRW? Bestimmt nicht, hatten wir gerade. Und Deutschland bestimmt auch nicht, weil wir in internationalen Vergleichen auch nicht vorne dabei sind. Dieses ganze Vorreiter, ja, läuft doch schon mega geil Gelaber, deckt sich halt in keiner Form mit der Realität. Sorry. Und damit kommen wir jetzt zum Abschluss. Und weil sonst nicht reinpasst, hier ein kurzer Shoutout an diese Leute, die mir echt bei manchen Fragen für die Recherchen ziemlich weitergeholfen haben. Aber vor allem danke an Lisa, mit der ich diese Videoreihe gemeinsam gemacht habe. Danke Lisa, ist wirklich sehr, sehr gut, schließe ich mich an. Und an Jakob, der den Schnitt macht. Danke, Jakob. Dein Schnitt ist wirklich sehr, sehr gut. Mein Video, mein Re-Upload wird wieder nicht geschnitten sein. Sorry für alle, die das danach gucken müssen. Okay, jetzt letzter Part. Okay. Also, versteht mich nicht falsch. Wir können immer noch echt viel schaffen und die Kurve kriegen. Aber ist so, ja. Jetzt ist literally die letzte Chance. Wenn die nächste Bundesregierung dieses Thema noch ein paar Jahre nicht so ernst nimmt und ansatzweise so weitermacht, wie es CDU und SPD bisher tun, dann schaffen wir das nicht mehr. Wir haben ein festes Kontingent von CO2, das uns bleibt. Wenn das aufgebraucht ist, ist das aufgebraucht.
Und wenn wir jetzt nicht viel schneller abbremsen, dann müssen wir eine umso krassere Vollbremsung in ein paar Jahren machen. Wenn ihr mit dem Auto auf ein Stauende zufahrt, dann sagt ihr auch nicht so, ja, lass mal nicht so langsam abbremsen, sondern ein paar Meter vorher halt Vollbremsung machen. Naja, nee, manchmal, wenn man es genau übersieht. Genau sowas machen wir gerade. Sogar noch schlimmer, weil SPD und CDU nicht mal am Stauende anhalten wollen, sondern literally erst später, woher so eine realitätsferne Politik kommt. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass in der CDU hohe Politiker wissenschaftsfeindliche und verschwörungsideologische Dudes Kreis, ja. Oder es liegt daran, dass manche in der Politik einfach kognitiv schon an den wissenschaftlichen Basics scheitern. Maybe liegt es auch daran, dass viele Politiker nachweislich auch... Ich muss mal eben ganz kurz ans Telefon gehen. Es tut mir super leid, aber super wichtig. Ja, genau, es war nicht RWE. Es war nicht RWE, es war nicht Olaf. Tatsächlich war es meine Tante. Ich werde im Oktober nochmal versuchen, wir unsere Hochzeitsfeier nachzuholen. Hoffentlich klappt es mit Corona. Und ja, ich weiß, dass meine Tante nicht kommen kann, leider. Und ich denke, sie möchte es mir nochmal persönlich sagen. Ich werde es auf jeden Fall ausrichten, die lieben Grüße, die hier angekommen sind. Genau. So. Weiter. Der Payroll von Kohlekonzernen stehen und für diese ganz offensichtlich Vorwände schaffen, intransparent Steuergelder rumschieben, rechtsstaatliche Grundprinzipien aushebeln und Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Woran es liegt, dass unsere Politiker bisher die Klimakrise nicht richtig bekämpfen, weiß ich nicht. Aber letztlich ist das auch völlig egal. Diejenigen, die am meisten unter dieser Krise leiden werden, sind die Jungen. Die krassen Folgen, das größte Leid trifft die jüngeren Generationen. Das wenn ihr so. Jetzt gerade über 50 seid, dann werdet ihr die Klimakrise nur in ihren Anfängen mitbekommen. Wenn ihr also für euch entscheidet, dass euch das Thema gar nicht so wichtig ist, dann kann ich das ein Stück weit verstehen. Denn letztlich ist sich jeder am nächsten. Und die jungen Leute, die werden schon damit klarkommen. Ich meine, andere Generationen haben Weltkriege durchgemacht. Da wird ja wohl so eine internationale, dauerhafte Katastrophe machbar sein. Aber vielleicht denken die älteren Generation ja auch gar nicht so. Ich weiß jedenfalls, dass meine Eltern und meine Großeltern nicht so denken. Denen ist extrem wichtig, dass es ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln gut geht. Dass für sie ansatzweise die gleichen Lebensgrundlagen noch auf dieser Erde vorhanden sind. Dass sie nicht zu den hunderten Millionen Flüchtlingen gehören werden, die ihre Heimat nur wegen dieser Katastrophe aufgeben müssen. Dass ihre grundlegenden Freiheiten nicht weggenommen werden, nur weil wir jetzt nichts verändern wollen. Denn ihr, also die Älteren, entscheidet. Allein die über 60... haben mehr Wahlmacht als alle unter 40. Allein ein Teil der Rentner entscheidet mehr über die Zukunft als alle Menschen unter 30 Jahren. Ihr entscheidet über die Zukunft der jungen Generationen. Das sind dieselben jungen Generationen, die während der Corona-Krise ihre eigene Freiheit für die Älteren eingeschränkt haben, die Abstriche im Hier und Jetzt gemacht haben und Veränderungen akzeptiert haben, um nicht primär sich selbst, sondern 50, 60, 70-Jährige und so zu schützen. Wenn du Kinder hast, wenn du Enkel hast, dann willst du sie auch schützen. Natürlich willst du das. Aber das hilft alles nicht. Solange du dafür wärst, dass man ja so weitermachen könnte, wird irgendwie klappen. Nee, wird es nicht. Ihr habt die Zukunft der jungen Leute in der Hand und ohne euch können wir das nicht schaffen. Das war Part 2. Bald kommt der finale Part. Peace. Oh. Ich bin raus. Es gibt noch einen. Okay, sehr gut. Ich sage Ihnen, dass wir unseren Kindern einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 78%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Puh, bittere Aussage. Bittere Aussage. Ich habe ja verschiedene Videos zum Wahl-O-Maten und zum Wahlswiper gemacht. Findet ihr auch auf YouTube und natürlich verlinkt auf Instagram. Also für alle, die noch sozusagen der Meinung sind, nach den Diskussionen mit mir, sie würden noch gern über das mehr erfahren, was ich so tue, schaut gerne auf Instagram vorbei. Da findet ihr mich auch unter Wolken, W-O-E-L-K-E-N.
Hier nochmal alle Social Media Accounts. Würde mich freuen, wenn wir uns da auch wiedersehen. Krass, dass er den Aufruf sozusagen auch an die Älteren, an die Großeltern, an die Eltern am Ende macht. OnlyFans habe ich nicht, nee. Ich finde, diesen Aufruf hätte er am Anfang machen sollen. Und ich finde vor allem auch, dass er vielleicht seine typische Rezo-Ansprache, die ja gerade für jüngere Menschen attraktiv ist, dann vielleicht nicht so hätte machen sollen. Nein, anders. Nein. Ich finde die Ansprache gut, nicht sollen, aber vermutlich hätte es mehr Effekt, so rum. Wahrscheinlich hätte es mehr Effekt, wenn er das Video ein bisschen anders aufgebaut hätte. So rum. Ja, ich bin ja jetzt auch schon mit meinen über 35 eher am Ende. Also ich fand den Abschluss sehr, sehr gut. Ich hätte mir vorstellen können, dass es am Anfang kommt. Und ich hätte mir auch sozusagen vorstellen können, dass er danach das Video mal ein bisschen anders macht. An der Stelle. Das ist der Punkt, den ich machen würde. Ja, das war mein React zum zweiten Teil von Rezo. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, wo ich euch vielleicht überzeugen konnte und wo nicht. Fetten Dank an alle, die heute auf Twitch mit dabei waren und ich hoffe, dass wir uns zum dritten Teil wiedersehen. Und in diesem Sinne, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, kommentiert gerne. Abos sind natürlich auch immer gerne gesehen und ich vergesse immer den Hinweis auf die Subscription-Glocke. Also drückt da auch gerne rauf und wenn ihr noch mehr von mir sehen, hören, lesen wollt, dann schaut doch gerne auf Twitter und auch auf Instagram vorbei. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Ciao. Thank you.